Hallo und herzlich willkommen zur 32. Ausgabe von The Lawful Bunch. Geht's euch gut? Yes. Yeah. Wir übertönen das mal mit einem Ja. Ja. Und so bisschen. Weiß nicht. Irgendwie. Ja, wir haben halt zwei Menschen, die... Bisschen, sprich dich auf. Die Schmerzen haben. Die einfach Schmerzen haben. Mary, komm, wir gehen da hinten in die Rückenschmerzecke. Ja, das kommt mit dem Alter. Ich merke auch langsam. Ich war neulich zum ersten Mal beim Arzt und mir wurde gesagt, das ist jetzt einfach so. Und das, cool. You're dying. Sorry. Yeah. That's how it is. Kann ich das irgendwo wieder zurücknehmen? Bitte? Könnten Sie meine Wirbelsäule einfach nehmen? Ich bin okay. So, wundervoll. Ja, wir sehen, es geht euch gut. Wir sehen, der Chat ist auch am Start. Und wir danken auch Regular Normal Person, der hier auch schon wieder Subs zum Reinkommen verschenkt. Das ist wunderbar. Nacho ist auch da. Die ganzen Leute sind da im Chat. Aber wer ist denn hier da, ist die Frage. Inklusive dem Raubfriesen, der gerade auch noch Hallo sagt. Wer ist denn hier im Chat da? Stellt euch gerne mal vor. Julia! Oh, ich darf als erstes heute. Hi, ich bin Julia. Ich spiele hier jetzt mit Danny und den anderen D&D. Und zwar spiele ich da die menschliche Bardin Judy Softhands vom College of Law, die wieder vereint ist mit ihrer Mom. Und die jetzt erstmal auf Shopping Spree geht in Thalia. Das ist zumindest, was ich geplant habe. Unwahrscheinlich, dass da was dazwischen kommt. Sehr unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich, in der Tat. Eine weitere, noch unwahrscheinlichere Person. Aber dennoch ist sie hier, ist der wunderbare Malte. Unwahrscheinliche Person ist, die unwahrscheinliche ist so gut, um mich zu beschreiben. Ne? So gut. Außerdem... Und den anderen Julian? Julia? Okay, wow, wir kennen uns ja auch schon seit fast 4 Jahren. Bezeichne mich als die anderen. Ist okay. Ich wollte halt nicht vorweggreifen, weil ihr euch ja gleich noch vorstellt. Sonst hätte ich euch jetzt vorgestellt, weißt du? Also ich bin Malte. Weißt du das noch, Julia? Gut. ja. Ich bin Malte. Ich bin unwahrscheinlicherweise auch hier und wie wir eigentlich alle. Wir sind alle unwahrscheinlich hier. Und ich spiele Rex, den White Dragonborn Paladin. Sehr schön. Eine weitere Person, die noch unwahrscheinlicher ist als alle zusammen, ist die großartige Mary at Findelfuchs. Hallo, ich bin die Mary, noch unwahrscheinlicher als alle anderen hier in diesem Chat. Aber ja, ich spiele Muddle, die Gnome Wizard, Abduration Wizard Gnome Lady. Sehr schön, nur echt mit dem doppelten Gnome. Nur echt mit dem doppelten Gnome. Auch echt ist eine Person, die wir hier zum ersten Mal haben. Wir haben eine Gästin. Stell dich gerne mal vor, wer bist du? Hi, ich bin Sus aka Viado und ich bin jetzt für 1-2 Sessions als Sraya bald hier mit dabei. Und ich bin eine Psy-Warrior Erdgenasi-Fighterin. Also die Erdgenasi wird durch eine andere Erdgenasi vertreten. Es bleibt unter sich und ja, mal schauen, was heute passiert. Mal schauen, was bleibt heute passiert, in der Tat. Erdgenassig. Es ist die Zwillingsschwester. Nein, nicht noch eine Schwester. Reicht. Ja, die eine Schwester reicht echt. Sehr schön. Ganz genau. Die Gruppe wird irgendwann im Laufe der Session hoffentlich auf Sraya treffen. Wir werden sehen, wo das hinführt. Genau. Und bevor wir groß reinspringen, gibt es noch Announcements zu machen, oder? Es gibt immer Announcements zu machen. Das ist ganz wichtig, dass regelmäßig Announcements passieren. ja, ansonsten wird man ja zu. What just happened? My light exploded. Jeez. Er wollte das Announcement dramatischer machen. könnt ihr kurz Zeit überbrücken, während ich mein Licht fixe? My announcement is darkness. It is the spooky season. It is the spooky season.
On brand. On brand. Mhm. Okay, Flachwitze. Auf geht's. Los! Ich muss welche googeln, ich kenne keine. Ich kenne auch keine. Kennt ihr das? Wenn ihr so, ihr werdet irgendwie ins Rampenlicht gestellt und ihr solltet irgendwas so ganz Normales sagen, wovon ihr mindestens 3000 Sachen sonst habt und so, ja, sag mal eins und du bist so, ich habe keine Ahnung mehr, was mein Lieblingsbuch, Lieblingsfilm oder Musik ist, die ich regelmäßig höre. Ja. Hallo, ich bin ein Mensch ohne Meinung und ich bin wieder da, diesmal mit Licht. Nice! Oh, ich habe gerade den besten Wortwitz rausgesucht hier. Ja, dann hau raus. In schneller Recherche direkt der Beste. Okay, seid ihr bereit? Ja. Warum sollte man nie Cola und Bier gleichzeitig trinken? Weil man dann Cola biert. Okay, ich räume mich raus. Oh, Danny. Danny, du bist stumm. Du bist stumm. Nach der Lichtkatastrophe folgt nun die Tonkatastrophe. Wir sind live. So läuft das. Ja, was können wir euch noch erzählen? Ja, wie ihr merkt, ist Chris nicht da, aber dafür. Ja. Darüber freuen wir uns sehr. Ja. Okay. Dinge passieren. What is happening? I don't know. Ich hoffe, ihr hört uns noch. Chat. So, ist das jetzt der Moment, wo wir anfangen, Spooky Scary Skeletons zu singen? Und das Halloween-Special ankündigen? Oh, ich wäre so down für ein Halloween-Special. Wir werden über. Schnell, Danny kann nicht Nein sagen. Danny, wir machen Halloween-Special, ja? Also, okay, danke. Ja, Halloween-Special. Hört ihr mich? Nein! Ja. Nein? Nein? Ja, nein? Ich, ja. Oh Gott, Hilfe! Stream-Regler sagen, sie hören mich. Ah! Okay, hier ist alles explodiert. Aber wir sind wieder da. Ja. Oder? Ja. Gut. Ja. Gut, das ist sehr schön, denn was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass, wenn ihr keine Ahnung habt, sorry, wenn ihr keine Ahnung habt, was hier heute passiert, ihr neu seid oder denkt, hä, warum, was ist los, es ist Folge 32 von der Kampagne, wie komme ich hier hin, aber ihr wirkt irgendwie sympathisch mit dem, wie hier alles irgendwie explodiert, ich hätte schon Bock, euch, sagen wir, 60 Stunden zu hören, bevor ich hier anfange, ich habe sehr gute Nachrichten. Und zwar haben wir nicht nur einen YouTube-Channel, sondern auch einen Podcast, wo ihr das alles nachhören könnt und unseren Abenteuern frönen. Wenn ihr Bock drauf habt, schaut da gerne mal rum. Wenn ihr mitreden wollt, dann schaut gerne in unseren Discord. Da gibt's auch eine Menge Fanart und den ganzen Mist. Ganz genau, das ist das. Dann! Ein weiteres Announcement, und zwar am nächsten Donnerstag, das ist der 21. müsste das sein, wenn ich Mathe noch beherrsche, ja, der 21.7. ist auch ein Donnerstag um 18 Uhr, da gibt's hier keinen Löffelbunch, aber da gibt's die, ich sag mal, Neupremiere, die zweite Folge unserer wunderbaren Werkbank der Götter, wo ich mich mit einer anderen D&D-internen Person hinsetze und ein wenig über Homebrew-Gedöns rede. Und das wird der großartige Pete sein. Pete Lektro, falls ihr ihn kennt, YouTube-Channel mit Vorteil. Schaut da gerne mal rein. Das wird, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz tolle Konversation. Genau. Das ist das. Das ist das. Habt ihr noch Announcements zu machen? Hast du wirklich der 21.7. gesagt? Nein, der 21.10. Okay. In 7 Tage von jetzt. Gut. Wollte nur sicher gehen. Okay, denn ich komme auch noch nicht damit klar, dass es 2021 ist. Ja. Es ist März. Ja. Aber März 2020 auch. Ja. Ja. Wundern wird es mich nicht. Es war alles nur ein Fiebertraum. Ja. Es ist wie Narnia, nur Scheiße und immer März. Sehr schön, wenn es da keine Announcements mehr zu gibt, dann wäre es doch jetzt der Zeitpunkt, einmal zusammenzufassen, was das letzte Mal so passiert ist, oder?
Ja, gibt's Freiwillige? Das ist eine sehr gute Idee, Danny. Ich übernehme das mal als Freiwillige. Ja, wir haben in der letzten Session, in der letzten Runde des Turniers der Champions auf dem Cider Festival in Dolond den Dornenritter besiegt. Es war ein heftiger Kampf, der einiges gefordert hat. Rex war unsichtbar und hat, anstatt sich im Hintergrund zu halten, ordentlich gesmited, was sehr wichtig war. Allerdings hat Muddle einiges abgekriegt und wurde so ein bisschen ja, mental geschwächt und ins Fey gesaugt oder sowas. Sie wurde irgendwo hingesaugt von diesem Dornritter und da wurde sie konfrontiert mit ihrem lykanthropischen Seite, der sie ausnahmsweise mal, so tapfer sie sonst auch ist, nicht widerstehen konnte. Und sie hat sich vor unseren Augen in einen Werwolf verwandelt und ist dem Dornritter noch ins Gesicht gesprungen, bevor wir ihn erledigen konnten. Genau, der Dornritter hat sich dann, nachdem wir ihn zerstört haben, in so ein bisschen wegkriechende Insekten und aufgelöst und es blieb nur seine Rüstung zurück. Der Lord, für den er angetreten ist, hat sich aus dem Staub gemacht, sodass wir ihn erstmal nicht zur Rechenschaft ziehen konnten. Aber genau, dann haben wir so ein bisschen eine Siegesfeier gehabt. Die Gräfin war sehr stolz auf uns. Und ja, Muddle hat sich da ein bisschen rausgezogen, weil ja, das alles ein bisschen schwierig ist für sie. Dann jedoch ja, kam die Info, dass Lord Monet wieder aufgetaucht ist in seinem Zelt. Und das Zelt aber, als wir da hingegangen sind, war das von so einem alchemischen, giftigen Staub erfüllt, den nur Neve irgendwie kurz aushalten konnte und da rein ist und Lord Monet rausholen wollte, der aber seinen letzten Atemzug getan hat und in diesem letzten Atemzug noch gesagt hat, dass er quasi mit seinem Leben dafür bezahlt, dass er seine Schulden bei scheinbar irgendeinem mächtigen Wesen nicht zurückzahlen konnte, dem er den Wein, den Preis dieses Turniers versprochen hatte. Ganz genau. Und bei diesem alchemischen Puder handelt es sich um sogenannte Death Ash. Das hat Neve rausgekriegt. Ein ja. Produkt, das beim, beim Raffinieren von Oktarin entsteht. Ja, gute alte Death Ash. Genau. We love it. Genau, dann haben wir uns kurz beraten und beschlossen, dass wir sowohl unseren Preis, also den Wein, diese riesige Flasche Wein und die Gräfin zurück mit nach Thalia nehmen, damit denen nichts passiert. Und wir die so ein bisschen unter unseren Fittich haben, falls da nochmal jemand zurückkommt, der diesen Wein irgendwie an sich holen will oder was auch immer. Und in diesem Zuge der Rückreise hat Rex, der den Fluch geteilt hat mit Sir Bithsmith, dem Bruder der Gräfin, auch gefühlt, dass dieser Fluch wohl aufgehoben wurde und es Sir Bithsmith in Thalia also scheinbar wieder gut geht. Ganz genau. Wunderbar. Ich sehe gerade, dass der Chat gerade einen Hype-Train bei uns ausgelöst hat. Und bevor wir jetzt essentiell reingehen, möchte ich noch mal einmal Erish und Regular Normal Person und Vialu und alle, die dazu beigetragen haben, dafür danken. Das gesagt, bevor wir beginnen, gibt es irgendwelche Fragen? Ich habe noch nie einen Hype-Train erlebt. Also so als streamende Person. This is kind of exciting. Also irgendwie ja. Ist es auch nicht so, dafür, dass es Hype Train heißt, könnte man es auch einfach nicht mitkriegen. Ich finde, es ist ein super Marketing-Tool. Es ist sehr, sehr geil. Super. Ja. Keine Fragen sonst? Neve ist scheinbar auch im Chat unterwegs, darüber freuen wir uns natürlich sehr. Ja, das stimmt. Nein, keine Fragen. Wir sind gerestet und back on track, oder? Ihr seid vollkommen gerestet und wir starten einen Tag, nachdem ihr angekommen seid. Okay. Alles klar. Musik!
Trotz des weit verbreiteten Glaubens an die Zehen herrscht in Thalia, spätestens nach dem Beschluss von König Armand Argentum III., absolute Religionsfreiheit. Dies hat nicht nur einen ganzen Stadtteil geprägt, der zu einem Großteil aus Tempeln, Schreinen und Shops besteht, in denen man Talismane, Schriften und mittelmäßige Fälschungen heiliger Reliquien kaufen kann, sondern auch zum wahrscheinlich meistgesagten Satz der Stadt. Glaub doch, was du willst, aber lass mich in Ruhe. Und Thalia wäre nicht Thalia, wenn nicht genau das passiert wäre. Inzwischen schmückt die Straßen von Curtainfall nicht nur die gigantische Cathedral of the Dauntless Path, sondern auch diverse Tempel für Götter wie Flimp, den Gott der leichten Magenüberfüllung, Lord Glopnob, dem Gottkönig der verlorenen Socke, und Nush-Adesh, der Prinz der wohltemperierten Unterwäsche. Liebevoll zusammengefasst ist das als Pantheon der Kleinigkeiten. Hier gibt es den richtigen Gott für jede Lebenssituation. Lösungen für alles und Leute mit Geld sind willkommen. Willkommen fühlen sich auch vier Stadtwachen, die heute Nacht auf einem kleinen Schiff in der größten Stadt des Kontinents angekommen sind. Ihr Tag war anstrengend, ihre Nacht ruhig, aber sie leben. Als die Sonne wieder aufgeht, sind sie sich sicher, dass jemand auf sie wartet. Ihr seid mit dem Schiff angekommen, abends noch, habt euch irgendwie zurück in eure Wohnungen gefunden, habt Erledigungen gemacht, nehme ich an. Es ist der nächste Tag und er gehört euch. Was möchtet ihr tun? Ich habe gehört, jemand geht shoppen. Ja, also je nachdem, wo die Gräfin untergebracht war, würde ich sie natürlich zum Frühstücken direkt wieder aufsuchen. Und also ich nehme an, dass Porter per irgendeinem Boten irgendein sehr, 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 sehr fancy Hotel am Silver Hill klargemacht hat. Nice. Ja, dann hole ich sie da natürlich ab und würde einfach so ein bisschen Sightseeing-Tour durch Thalia machen. Judy. Meine Gräfin. Ich weiß, das ist ein bisschen merkwürdig für uns beide, aber du kannst mich schon Gabriela nennen. Lady Gabriela. Das ist ein guter Kompromiss. Okay, du musst unbedingt, ich weiß, das klingt absurd, aber du musst unbedingt an diesem Stand hier, das ist wirklich der beste Stand, musst du hier unbedingt eine Butterwurst essen. Butterwurst? Punkt, hallo! Es ist das Nationalgericht von Thalia und ich weiß, es klingt nicht nach viel oder nach zu viel, eigentlich klingt es nach ein bisschen zu viel, aber glaub mir, es wird dir schmecken. Vielleicht jetzt nicht direkt nach dem Frühstück, aber hier solltest du drauf zurückkommen. Das ist der beste Stand hier. Zeigst du wirklich auf den besten Stand der Stadt oder auf Pogos Stand? Ich verstehe die Frage nicht. Das ist halt echt so. Hä? Schon auf den besten. Okay. Also wenn das Pogos... Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. So lieb ich es auch haben würde, ist es leider ja. Nicht so. Alles klar. Ihr besorgt euch wahrscheinlich eine Butterwurst von einem Zwerg, der da steht und Sachen auffüllt und du siehst, wie die Gräfin diese Wurst an... Das ist doch nur Wurst mit Butter. Ja, Wurst. Und sie beißt rein. Oh! Oh ja. Ja, das ist... Und sie macht sich eine Notiz auf einem Zettel und steckt ihn in die Tasche. Judy? Lady Gabriela? Ich würde gern das Museum sehen. Gibt's ein Museum?
Natürlich, es gibt das Museum für Stadtkunde, es gibt das Museum für alte Stadtkunde, es gibt das Museum für uralte Stadtkunde, es gibt ein Museum in den Anvils, es gibt ein Museum über Welches Naturkunde. Ist das Beste? Das Kunsthistorische Museum. Das Kunsthistorische Museum, ist es alles klar? Ja, es ist allerdings ein bisschen, also ich meine, da sind wirklich sehr schöne Sachen drin, aber man muss das auch ein bisschen kritisch sehen, weil Thalia natürlich nach den Kriegen und so weiter, du weißt schon, also da sind auch viele Sachen drin, die vielleicht an ihre ursprünglichen Völker zurückgegeben Judy, werden sollten. Ich habe Befehle gegeben, Leute zu exekutieren. Auch ich habe schon getötet. I don't know, wo führt dieses Gespräch hin? lass uns das vergessen. Lass uns das vergessen. Du musst arbeiten, oder? Ich gehe davon aus, dass Ja, ich bring dich noch zum Museum und dann kannst du da einen schönen Tag verbringen. Und also falls du mit meinem Vater dich nochmal kurz schließen möchtest, ich würde ihr unsere Adresse geben. Alles klar. Sie schreibt sich die Adresse direkt unter das andere auf ihrem kleinen Zettel und steckt ihn ein. Falls du... Ja, wende dich jederzeit an eine Stadtwache. Die kennen mich eigentlich alle und also uns, die... deine Champions. Dann sind wir sofort da. Okay. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Ich bring dir schicke Souvenirs mit. Und sie waddelt auf. Judy, als sie in Richtung Stadtwachhaus geht, ist so, ich wohne hier. Ich brauche keine Souvenirs aus der Stadt, in der ich wohne. Aber schon. Mach einen Inside-Check. Mach einen Inside-Check für mich, Judy. Oh ja, ein kleiner Leuchtturm. Ein Inside-Check. Warte, wollte sie mich loswerden? 11. Eine 11 reicht aber auch. Judy, du kriegst den Eindruck, dass sie dich halt sehr lange nicht gesehen hat und dir sehr dankbar ist und nicht weiß, wie sie das anders ausdrücken sollte als mit Geschenken. So tief ist eure Verbindung. Du machst dich auf den Weg zur Wache? Mhm. Sehr schön, alles klar. Der Rest von euch noch irgendwas, was ihr am Morgen tun wollt? Oder in der Nacht? Ich habe erstmal noch mal eine Frage. Ich glaube, ich habe das letztes Mal auch schon gefragt. Haben wir noch irgendwie einen Preis oder so bekommen vom Turnier? Den Wein, ja. Okay, den aber keine Form von Gold, ne? Nein. Okay. Nee, für den Moment habe ich nichts. Alles klar, du machst dich auch auf den Weg zur Wache. Und Maddel! Ja, ich... Ist Mittwoch? Ihr wart etwas länger als eine Woche unterwegs. Ich würfel mal, ob Mittwoch ist. Okay. Wie die Schiffswache war. Frage für einen Freund. Es ist nicht Mittwoch. Okay, dann hätte sie wahrscheinlich den Tag einfach damit verbracht, in ihrem Zimmer zu sitzen. Und... aufzuschreiben, was passiert ist und woran sie sich erinnern kann aus all diesen weirden Schnipseln, die sie gesehen hat, auch die ganzen Traumfetzen, die sie hatte. Alles klar, machen wir einen Inside-Check. Okay. Inside. Das ist 19. 19? Es ist so ein bisschen wie so ein Traumtagebuch-Ding. Du setzt dich hin, du bist in einer angenehmen Situation, du versuchst alles so ein bisschen in deinen Kopf fließen zu lassen und du bist auch Magierin. Das heißt, du weißt ganz gut, wie man mit seinem Hirn umgeht, beginnst so ein bisschen zu schreiben, vielleicht auch ein bisschen mit arkaner Unterstützung und beginnst so ein paar Fetzen wiederzusehen. Du erinnerst dich an ein Feld voll Nacht. Kompletter Nacht.
Keine Sterne, kein Mond, Dunkelheit. Und du fällst durch diese Dornen, diese riesigen, wuchernden Dornen, Augen in der Dunkelheit, die dich sehen und die dich sehr erinnert haben an das, was du manchmal des Nachts wahrnimmst, was das wahrscheinlich wahrgenommen hat. Mach mir mal einen Arcana-Check. Mhm. Arcana. Das sind 24. 24. Maddel, du bist dir relativ sicher, du warst für wenige Sekunden in irgendeinem dunklen Bereich des Fae. Okay. Ja, vielleicht würde ich mich, wenn ich mir dessen so bewusst werde, mal wieder die Bibliothek aufsuchen gehen. Und schauen, was ich da vielleicht noch so über das Fae finden kann. Oder dunkle Kreaturen aus der Richtung. Alles klar. Ist das ein du hättest jetzt nicht wirklich genug Zeit dafür, bevor Arbeit ist. Aber behalt das gerne im Hinterkopf. Ja, okay. Sehr schön. Rex tut nichts. Und ihr kommt alle langsam an dem Gebiet der Stadtwache. Also an dem Haus der Stadtwache. Ihr seht inzwischen Corporal Wiglet vorne vor dem Eingang sitzen, so ein bisschen mit einer Biene auf dem, nicht einer Biene, sondern einer Wespe, auf dem Zeigefinger, und die machen so einen Staring-Contest gegeneinander. Er winkt kurz, als ihr reinkommt, aber geht nicht von dieser Wespe weg. Ihr befindet euch nun in der Stadtwache. Guten Morgen. Oh, Maddel, du bist da. Geht's dir gut? Ja. Das ist sehr gut. Hast du dich ein bisschen erholen können? Ja. Es ist einfach nur dieser Hut, der mit dir spricht. Also ich muss schon sagen, es tut wirklich gut, wieder hier zu sein. Die vertraute Umgebung, der Geruch von... Was ist das für ein Geruch? Es riecht irgendwie angebrannt. Oh shit! Und irgendwer rennt in die Küche. Und kommt mit so einem schwarzen Sandwich wieder raus. Geil. Guess it's better than being hungry. Ja. Ich würde mich erstmal, also genau, erstmal noch zu Maddel. Ich würde da jetzt nicht, wenn ich halt merke, dass sie mir ausweicht, dann würde ich sie natürlich nicht drängen, aber einfach nur so eine Schulter Richtung eine Hand Richtung, also halt auf die Schulter. You can try. Yoga für Fortgeschrittene, kein Problem. und ja, einfach sagen, wir sind für dich da, Maddel. Wir sind für dich da. Und dann, mich aufmachen, im Papierkram, irgendwelche Akten, was so passiert ist, was so in der Stadt abgeht, mich erstmal auf den neuesten Stand bringen. Alles klar. Rex? Rex würde sich gerne einmal mit Haze kurz schließen. Okay. Aber vorher, Maddel, was hast du jetzt so vor? Also wie jetzt? Ja, jetzt so gerade, morgen. Ja, ich weiß nicht, ich bin noch nicht so lange Wache wie ihr. Was macht man denn, wenn man einen Fall abgeschlossen hat? Den nächsten suchen. Oh. Muss man sich dafür irgendwo eintragen? Kann man die irgendwo finden? Wir haben dir nie irgendwas erklärt, oder? Nein. Mir hat auch nie jemand was erklärt. Weißt du, als ich hier angefangen habe, war der ganze Laden noch ein bisschen
noch dünner besetzter und naja. Ich guck mal, ob ich hier irgendjemanden finde, der dir eine Einführung gibt oder so. Okay. Weil wenn ich ehrlich bin, also bei mir läuft das auch meistens einfach nur so. Ich gehe Patrouille, dann meldet sich Hayes oder irgendjemand anderes bei mir und sagt mir, dass es irgendwas gegeben hat und dann gehe ich dem nach und dann wird das nichts und es gibt keinerlei Ergebnisse und dann bin ich frustriert und dann bleibe ich ein paar Tage irgendwie einfach auf der Wache und grummel vor mich hin. Okay, das heißt, du brauchst auch eine Einführung? Nein. Ihr sucht nach jemandem. Und als du an der Küche vorbeiläufst, Rex, siehst du Sergeant Ontag, der da gerade so ein bisschen durchstrubbelt, rumkommt, sehr große Augenringe und hält dir einfach so eine Tasse Kallert mit einem schwimmenden Marshmallow darin entgegen. Danke. Okay, können wir kurz reden? Können wir kurz reden? Na klar, ich meine, wir reden jetzt gerade doch, oder? Nein, privat. Wir reden gerade. Oh, okay. Ich guck ein bisschen bedeppert. Madel, bleib einfach hier oder auch nicht. Ich bin nicht dein Vater. Hier. Gib ihr das Kalat. So ein bisschen hilflos. Oh, weird. Ja, sie nimmt das Kalat. Danke nochmal für was auch immer du für einen Opfer gebracht hast. Der Abt sagte, ohne das wäre es nicht möglich gewesen. Aber es geht ihm gut. Ist alles in Ordnung. Es geht ihm super, er ist noch in der Kathedrale. Schläft, vermute ich. Oder, ja. Das ist schön zu hören. Das Ding ist, das war nicht das Einzige, was die Voraussetzung war, um ihn zu heilen. Also wenn es ums Geld geht, ich bin komplett pleite. Ich auch, aber es geht nicht ums Geld. Der Abt, der große Loxodon, du hast ihn schon gesehen. Der laue Wind, der aus dem Norden weht. Wir müssen in die Krypta. Warte, der laue? Der laue Wind, der aus dem Norden weht, ja. Nicht der raue. Der raue arbeitet drüben im Glas. Ja, nicht. Es kann sein, dass ich ihn mal als der blaue Wind bezeichnet habe und ich glaube, deshalb mag er mich nicht. Das ist sehr gut möglich, ja, aber es ist ein Loxodon, das passiert denen ständig. Laue. Deswegen ist es immer gut, wenn man sich die Namen tatsächlich merkt. Der Punkt ist, Entschuldigung. Irgendwas ist in der Krypta und die Priester dürfen da nicht runter und deswegen müssen wir das machen, off-duty. Deswegen darf es keiner hören, weil wäre halt nicht so rechtens. Ich sehe nicht das geringste Problem oder irgendwas von dem. Das klingt großartig. Super, dann haben wir ja alles geklärt. Er klopft dir auf den Rücken und wandert weg. Was ist gerade passiert? Rex sucht Muddle in der Hoffnung, dass sie ihm erklären kann, was gerade passiert ist. Ja, Muddle hat das Kalat geleert. Hat sich den Marshmallow reingeschoben. Kaut da gerade noch ein bisschen rum, zieht so ein bisschen. Also Madde, solltest du den nur halten, aber ist okay. Du bist relativ klein und du bist gnomisch. Du hast gerade zum ersten Mal Kalat getrunken, nehme ich an. Ja. It's very, very strong caffeinated drink time. Ich bin nur 50 Zentimeter groß. Ja. Ja. Ich vermute, du bist gerade sehr, du hast gerade sehr große Urges, um rumzurennen. Das ist wie so ein Medizinball. Ja. Ja, sie hat so erst den ersten Schluck genommen, war so. Und dann kam der zweite, dann war die Tasse irgendwie leer.
Dann folgte das Marshmallow. Und jetzt hat sie so große Augen wie so eine Katze auf Katzenminze. So große, schwarze Pupillen. Und sie ist wahrscheinlich irgendwo hingegangen. Ich weiß selbst noch nicht, wohin, aber ich guck mal, was passiert. Sraya! Sraya, du befindest dich gerade auf dem Kuhmarkt in der Altstadt. Es ist eine relativ schöne Szene. Überall sitzen halt die Leute an ihren Ständen, verkaufen Obst, Kleinigkeiten. Was möchtest du tun? Sraya läuft einfach so rum, guckt sich das an. Guck mal hier, guck mal da. Steht ein bisschen lange vor den Kühen. Und ist so... Guckt so einmal zu dem Typen, der... Verkaufen die oder ist das hier so Viehmarktmäßig dann? Es gibt allerlei, aber es ist auch ein Viehmarkt, definitiv. Gibt's ja auch Wettbewerbe. So zum Reiten und so. Und ein Halbelf mit sehr lichtem Bart startet auf dich. Wettbewerbe? Ja, ich meine, so. Ist dir. Jemand setzt sich drauf, der andere gibt der Kuh einen Klaps und dann rennt die Kuh rum. Und wer drauf bleibt, gewinnt am längsten. Nee? Sag. Für 5 Gold? Würde ich dich auf einer Kuh reiten lassen? Nee, wenn es nichts zu gewinnen gibt, was soll ich denn da drauf? Wenn du es schaffst, drauf zu bleiben, kriegst du... Und er guckt sich so ein bisschen um. Diesen Kürbis! Sraya guckt sich um. Diesen Kürbis. Und ein Beutel von Kuhmilch. Mach einen Persuasion-Check. Aber frische Kuhmilch. Oh, ich bin absolut charismatisch, glaube ich. Ja, zumindest Persuasion. Come on. 10. 10 reicht genau. 10 reicht genau. Und dieser Halbelf guckt auf die Milch, guckt aufs Sraya, guckt auf die Milch, guckt aufs Sraya. Und den Kürbis. Und den Kürbis und hält dir die Hand zum Schütteln raus. Alles klar. Und ihr schüttelt Hände. Knackt so ihre Sache, rollt so die Schultern, packt so ihren Seemannsack, den sie dabei hat, an so einen Pfahl und zeigt so rum. Welche? Die da. Und er zeigt einfach auf eine ja, simple Kuh, weiß, braune Flecken. Und er geht so hin, hält erstmal der Kuh so die Hand hin zum dran schnuppern. Mach mir einen Animal Handling Check. -1. -15. Okay, ich dachte, -1 wäre dein Ergebnis. Ich dachte auch. Nein, ich habe -1. Das hätte ich gern gesehen. Und die Kuh guckt dir so ein bisschen an, macht die Augen zu, kaut dabei und leckt dir einmal über die Hand. Raya streichelt so die Kuh und krault die so ein bisschen so. Oh, das ist eine gute Kuh. Und schwingt sich dann so auf den Rücken von der Kuh. Alles klar. Mach mir noch einen Animal Handling Check mit Advantage. Ich und die Kuh, wir sind jetzt Best Buddies. 14. 14? Ja. Klar. Du hältst dich auf der Kuh, die Kuh beginnt so erstmal zu realisieren, dass da überhaupt jemand ist und beginnt zu kicken und zu kicken und zu kicken. Und du, Madel, siehst, wie gerade eine Genasi-Dame auf eine Kuh gestiegen ist und die Kuh beginnt zu kicken, als du aus der Wache gewandert bist. Ja! Okay, das ist neu. Ich geh mal hin. Alles klar, alles klar. Ja,
Sraya wird sich versuchen festzuhalten an dem Fell von der Kuh und wird halt so ein bisschen, eher so ein bisschen, nicht ganz ernsthaft so auf dieser Kuh so drauf rum, so wie im Rodeo. Mach mir ein Strength Save. Strength Save? Yes. Strength Save? Da bin ich gut drin. Sagte sie. Ich kann nicht lesen, ob das eine 3 oder eine 8 ist auf diesem Würfel. Goddammit. 11. 11! Und du, Madel, siehst, wie Sraya pum, von der Kuh fällt und auf dem Boden aufprallt. Du nimmst 4 Punkte Bludgeoning Damage, Sraya. Und der Halbelf, der das gesehen hat, hilft dir auf, holt dich hoch und hinten macht er so, yes! Das wären dann 5 Gold, Miss. Sraya, guckt ihn an. Doppelt oder nichts. Mach einen Persuasion-Check. Madel, du kannst da übrigens auch einsteigen, wenn du möchtest. Ja, ich will erstmal was probieren. Bitte? Doppelt oder nichts. 8. 8. Ich hab... Nein. Das Spiel ist fair. Ich muss da einige Sachen ausarbeiten, wenn ich ehrlich bin. Das ist, aber vielen Dank fürs Mitmachen. 5 Gold. Habe ich 5 Gold? Das musst du mir sagen. Weiß ich nicht. Dann nein. Sraya guckt so in ihre Sachen rein, wühlt so rum, greift so rein und hält ihm so einen Sack Reis hin. Er nimmt den Sack und guckt. Miss, wollen Sie mich verarschen? Also, ich weiß nicht, was bei euch Gold ist, aber bei uns tauschen wir immer. Das Wache! Ja, ich bin hier! Ich bin hier! Schnell los! Oh, der wandelnde Hut kommt angerannt. Eventuell habt ihr das übrigens auch gehört, die ihr da. Es war relativ nah an der Stadtwache am Viehmarkt. Ja, renne ich auf jeden Fall auch hin. Alles klar. Das, der Butterwurst in der Hand, die ich gerade gekauft habe. Alles klar. Rex rennt hin. Judy, machst du Papierkram oder bist du auch da? Ich glaube, Judy macht Papierkram, aber ich muss auch sagen, Judy wartet ja auch nur darauf, dass irgendwas passiert. Ja, ja. Von daher würde sie es, glaube ich, auch sofort alles unterbrechen und sagen, oh, da werden wir wohl gebraucht. Alles klar. Und ihr drei rennt sofort los aus Mangel an Arbeit zu diesem Händler, der mit einem Sack Reis in der Hand vor dieser Person steht. Und das ist der Punkt 3, an der du einmal gerne beschreiben darfst, was die Leute sehen, wie diese Person aussieht. Also, ihr seht eine Erte Genasi. Sie hat wahrscheinlich, wie ihr das schon von Neve kennt, nicht wirklich Haare, aber ihr Kopf sieht so ein bisschen aus wie praktisch als hätte man einen Stein einfach nur genommen und dann wäre ein Gesicht da draus gewachsen. Ungefähr 1,75 groß und hat so einen schwarzen Rollkragen, Tanktop praktisch an und man sieht, dass sie schon ziemlich getoned und ziemlich trainiert ist. Mit einem Kurzschwert an der Seite und einem Schild, den sie jetzt sich gerade wieder auf den Rücken schnallt. Alles klar. Diese Lady weigert sich zu bezahlen. Wir haben einen Handschlagdeal gemacht. Handschlagdeal? Das okay. Offiziell dann. In der Tat. Marktregeln. Sraya zeigt auf den Sack Reis in seiner Hand, aber ich habe doch bezahlt. Madame, in dieser Stadt bezahlen wir mit Gold. Aber ich weiß. Hä? Also war das Gold denn abgemacht? Oder ja. War der Reis abgemacht? Das Gold war 5 Gold. 5 Gold waren der Preis. Na, tut mir leid, dann müssen sie auch 5 Gold zahlen. Handschlag ist Handschlag, das gilt in dieser Stadt. Ist wie der kleine Pinky-Schwur. Raya beugt sich so runter zu dem kleinen Mädchen. So für sich. ich muss sagen, ich
Was ist Gold? Also ich habe jetzt kein Erz mit dabei. Bezahlt ihr mit Erz? Das ist ein bisschen komisch. Ist doch so schwer. Fünf Gold haben sie gesagt. Ich kram in der erst meiner Tasche rum und reiche ihm diese 5 Gold. Also, vielen Dank, vielen Dank. Die Stadtwache von Thalia hat das Problem gelöst. Bullen reiten 5 Gold, 5 Gold, hier, Bullen reiten 5. Zrei würde so sich nach vorne beugen, würde ihm so den Reis wieder wegnehmen. Mit gar kein Problem, ja. Fair. Sie kennen sich hier nicht so aus. Sie sind nicht von hier, richtig? Nee. Nicht aus Thalia? Sie klopft sich so ein bisschen die Hände so ab, so wischt die sich so ab, was nicht im Dreck gelandet ist und reicht so die Hand. Sraya. Sraya? Sraya. Judy Softhands. Judy schüttelt ihre Hand und salutiert. Oh, Nachnamen? Sraya wollt ihr. sie würde auch noch die Hand einmal nach unten, nach dem kleinen Mädchen ausstrecken. Ja, der Hut wandert so ein bisschen nach oben und die Hand kommt vorgeschossen und greift auf deine Hand. Ich bin Rin Moye Mindwatcher, aber du kannst auch Mattel sagen. Ich bin aber eigentlich akane Studentin dieser Stadt, hab den Einstellungstest aber irgendwie nicht bestanden und dann habe ich angefangen, jetzt bin ich auch bei der Wache, so halb, aber da hatte ich auch irgendwie meine Einführung noch nicht. Freut mich, dich kennenzulernen. Sie schüttelt ganz, ganz doll die Hand. Mhm. Matcht so die Geschwindigkeit. Mhm. Und hält dann auch noch ihre Hand so, guckt einmal zu dem Drachengeborenen und hält dem auch noch die Hand hin. Ja, Rex, der sich das Ganze erstmal so anguckt, um zu sehen, wie das so handelt, hält ihr auch die Hand hin, merkt, dass Butterwurst drin ist und wechselt die Hand. Roger Fingon, Rex, aber könnt auch Rex nennen. Mhm. Sraya guckt nochmal zu Muddle. Danke, ich glaube, du hast mir geholfen. Das tut mir leid. Habe ich hier irgendwas falsch gemacht? Ja, aber kein Problem. Du kannst das bei uns abarbeiten. Okay. Ich kann gut Sachen durch die Gegend tragen. Perfekt. Ja, das sehe ich. Sehr, sehr starke Arme. Danke. Judy so. So eine Schweißperle. ja, da müssten wir, also, wenn Sie damit einverstanden, Sraya, also dann müsste ich einen kleinen Vertrag aufsetzen für eine Zeit für Kurzarbeit. ja. Okay. Was auch immer das ist. Naja, damit treten sie für kurze Zeit. Deswegen kurze Zeit. Kurz arbeiten sie quasi im Namen der Stadtwache von Thalia unter der Aufsicht unserer Corporals. Oh, nice. Aber ich muss nicht so eine Uniform anziehen, oder? Nein, ihr seid ja kein Mitglied der Stadtwache, also. Nice. Nein. Die sieht unbequem aus. Ja, ich hab sie auch nicht an. Aber ich mag meine Socken. Ey, und das reicht jetzt so die Faust hin. Das ist jetzt nicht unhöflich gemeint, aber ihr wirkt so, als ob es euch gerade erst hierher verschlagen hat. Oh ja, ich komme gerade aus den Bergen. Oh nein. Oh. Aus welchen Bergen? Ich weiß nicht, ob ihr den gleichen Namen dafür habt. Ist das der gleiche Name, Danny? Wie, der gleiche Name von was? Von dem Gebirge, von dem ich komme. Gibt es da irgendwie Unterschiede? Oder heißen die überall gleich auf der Karte? Du kommst, ich weiß nicht, ob das Gebirge hier in Thalia groß bekannt ist. Du solltest aber definitiv, nachdem du gelaufen bist, wissen, dass du aus einem Gebirge
lass mich mal, Osten von Lorien kommst, das im Prinzip colloquially als ja, der Sonnenschatten bekannt ist. Aus der Nähe vom Sonnenschatten, so. Lorien. Ah. Nee, jetzt gehört. Fällt euch auch auf, also Sraya hat zwar, wie gesagt, diese Erdgenasi-Haut, aber hat auch, sag ich jetzt mal, wie ihre Ohren sehen aus, praktisch wie Elfenohren. Und da sind jetzt auch, wo ihr näher mit ihr redet, so ein paar kleine Tattoos von so einem abnehmenden Mond drin. Neve, wo ist Neve? Stimmt, wo ist Neve? Ihr müsstet mitbekommen haben, dass Neve sich den Tag genommen hat, um tatsächlich ein bisschen zu recherchieren, was den Wein angeht, was das Death Ash-Ding angeht. Gut, gut. Studiert, beziehungsweise wälzt die Bücher. Gut, Neve working. Okay, und warum sind sie hier? Oder du, Sraya? Was verschlägt dich nach Talia? Also, außer Kühe reiten, schön. Sah witzig aus. Ich komme von mein Dorf hat so eine Tempelanlage mit dabei und da werden Leute ausgebildet und ich wurde da ausgebildet. Und nach einer Zeit soll man sich mal so die Welt angucken gehen, weil, sagen wir es mal so, da wo ich herkomme, sind nicht so viele andere Leute aus, die Leute, die man kennt. Und es soll Charakter bilden, wenn man mal was anderes sieht. Und da wurde ich losgeschickt und ja, jetzt bin ich hier. Oh, so eine Art Lehrjahr oder Pilgerfahrt oder sowas. Sowas in der Art, ja. So interessant. Bis jetzt hat alles gut funktioniert. Also, das ist mir zum ersten Mal passiert. Dass jemand Schulden für dich bezahlt? Das auch. Okay. Obwohl, ich glaube, mein einer Kumpel hat mal für mich einen Huhn abgegeben. Ja, das ist was anderes. Auf jeden Fall, es haben schon öfter Leute von Gold geredet, aber wenn ich ihnen dann irgendwie, keine Ahnung, Arbeitskraft angeboten habe oder Essen oder was auch immer, haben die meistens ja gesagt. Das war der Erste, der sich beschwert hat. Und zwar auch noch ziemlich lautstark. Ja, Talia ist da sehr eigen, was die Besessenheit der Leute auf Gold angeht. Also normalerweise arbeitet man und verdient dadurch Gold, das man dann ausgibt. Es klingt jetzt ein bisschen umständlich. Ein bisschen, ist es ja. Wahrscheinlich auch, aber so machen wir das hier. Also nur damit ich das richtig verstehe. Ihr habt Dinge, mit denen ihr Sachen bezahlt, andere Dinge, aber es wird immer mit dem gleichen Ding bezahlt. Und wenn man davon ganz viele hat, kriegt man, wenn man arbeitet oder wenn man andere Dinge dafür eintauscht. Ja, das hört sich echt ein bisschen kompliziert an. Aber hey, könnte man nicht einfach ganz viele von diesen Dingen dann machen? Also, das geht natürlich nicht, weil der Wert des Goldes ist natürlich abgestimmt und da können wir nicht einfach mehr von machen, sonst haben wir eine Inflation. Und was, wenn ich einen Goldbarren habe und daraus mehr Gold mache? Wie sieht eigentlich Gold aus? Rex zeigt ihr so eine Münze. Da ist in der Regel ein Bild vom derzeitigen König oder so drauf und dadurch kann man halt sehen, dass es eine Goldmünze aus Talia ist und die kannst du nicht so leicht nachmachen. Und was, wenn du aus einem anderen Königreich kommst? Kannst du dann hier nicht mit deinem Gold von da bezahlen? Na doch, ich denke schon, aber Talia ist ein ziemlich großes Königreich. Man kann natürlich auch zur Bank gehen und sein Geld da eintauschen, seine Goldmünzen, die da mit einer anderen Prägung sind, eintauschen für Talias Goldmünzen. Hey, aus dem Weg! Bobolus. Mehrere Leute mit Karren. Entschuldigung. Okay, ja, also ich würde jetzt mal den Vertrag aufsetzen, Sraya. Während du das machst, vorher, das könnte relevant werden. Ich hatte euch gerade sowieso gesucht. Du siehst so aus, als ob du mit dem Schwert umgehen könntest. Gehe ich da richtig?
Ein bisschen. Okay. Und ist okay, wenn bei dem Ganzen so ein bisschen mögliche Gefahr dazukommt. Ach ja, warum nicht? Okay. Judy, ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendeine Zusatzklausel dafür. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe vorhin mit Onta geredet. Und der Abt, der sich um... Wie heißt er? Bismuth. Danke. Sich um Sir Bismuth gekümmert hat. Der hatte noch ein kleines Anliegen. Und zwar war das Ganze wohl nicht ganz, ganz billig. Und wir müssen in ein... Was eine Krypt? Hat er Krypt gesagt, Danny? Oder? Ja, eine Krypta. Krypta, ja. Es gibt da wohl so eine Krypta, der es irgendwie nicht mit rechten Dingen zugeht oder so. Priester dürfen da nicht rein, wir sollen uns das Ganze mal angucken. War alles sehr ominös und geheimnisvoll, ehrlich gesagt. Wirklich nicht viel gesagt. Ich habe auch nicht gefragt, aber... Moment, wir müssen zu den Toten runtersteigen? Ja. Oh. Die machen doch nichts mehr. Oh, da habe ich schon anderes gesehen. Ah, jetzt wo du es sagst. Naja, schlimmer als die Lebenden können es nicht werden. Ja, also wenn das für dich okay wäre, dass da eine unserer sonstigen Truppe gerade nicht hier ist und beschäftigt ist, wäre das eine super Gelegenheit für uns. Und für dich, denke ich. Eben. Also, es scheint nett zu sein. Wenn du nichts anderes oder Wichtiges vorhast. Ich beschwere mich nicht. Hier scheint mir echt eine nette Truppe zu sein. Und dass ihr mir geholfen habt, obwohl ihr mich nicht kennt, das hat man nicht mehr oft. Gut, dann willst du deine Sachen vorher irgendwo unterbringen, oder? Oh ja, sicher, sicher. Gut, du kannst sie erstmal bei der Stadtwache lassen. Dann gehen wir da kurz vorbei und dann zur Krypta. Judy, ich weiß, du kannst im Gehen schreiben, ne? Klar. Währenddessen schreibt Judy. Ich hab's gesehen, es ist ziemlich beeindruckend. Sraya lehnt sich so ein Stück rüber und wirft so einen Schulterblick so über Judys Schulter auf das Dokument. Aha. Judy fügt gerade irgendwo einen sehr langen Absatz hinzu. Im Falle von Tod wird natürlich eine Gebühr erstattet an die Hinterbliebenen oder irgendwie sowas halt. Ich hab getötet, Mutter. Alter! Das weißt du auch nicht. Sraya zeigt so auf diesen Paragraph. Braucht ihr da eine Adresse oder so? Das wäre fabelhaft. Ja, das kannst du gleich hier alles eintragen. Ich habe, du siehst so in diesem Text so perfekt geradgezogene Linien. Das kannst du dann hier gleich in die Blanks einfüllen. Mhm. Sowie deinen vollen Name, Alter und deine Fähigkeiten. Was meinst du mit Fähigkeiten? Also... Also, naja, du hast gesagt, du kannst gut Sachen tragen, aber du kannst hast du auch Excel? du hast doch gesagt, dass du in irgendwas ausgebildet wurdest und ich meine, vielleicht könnte das ja... Kampfkunst? Ja. Gibt das einen Bonus oder so? Mehr Gold? Das können wir einrichten, ja. Also... dann unterschreib bitte hier und hier. Während wir zur Wache gehen. Raya nimmt so das Papier und legt sich das so ein bisschen auf den Unterarm und unterschreibt dann so und trägt so ein paar Sachen ein. Dafür, dass sie so ein bisschen hinterwäldlerisch wirkt und nicht so viel Ahnung hat, schreibt sie wirklich sehr ordentlich und hat eine sehr, sehr definierte Handschrift. Sehr schön.
Großartig. Ihr richtet das alles ein, geht zurück in die Wache. Du, Muddle, und du, Sreihe, ihr dürft euch beide gerne nochmal einen Punkt Inspiration aufschreiben, falls ihr das noch nicht habt. Einfach für die, nice, für die spontane Aktion da gerade. Und gibt es noch irgendwas, was ihr in der Wache erledigen möchtet? Ah, ich kann es nicht eintragen. Du trägst dich ein, gar kein Problem. Ja, ich run das Ganze kurz bei Haze, auch wenn wir es wahrscheinlich ganz gar nicht müssen. Aber ja. Sehr schön. Brauchst du dann ein Gespräch? Möchtest du nochmal mit ihm reden? Nee, das ist also... Ja, wie das meistens läuft, wenn es nicht gerade was Wichtiges ist. Kurz Kopf zur Tür rein, Papier holen, nach ihm schmeißen, sagen, was wir machen, wieder gehen. Ja, warum muss ich das wissen? Und wieder weg. Ja. Ich würde noch, also nichts mehr in der Wache machen, aber bevor wir in die, also dass wir einfach beim Tempel, bei diesem Abt nochmal vorbeischauen, bei dem Loxodon. Okay, alles klar. Ex zum Questions. Ihr macht euch auf den Weg durch die Altstadt, über den Markt. Es ist ein kühler, aber angenehmer Herbstmittag. Ihr seht, wie die Leute die Stände langsam wieder abbauen. Den Halbelfen, der vorhin mit den Kühen war, so ein bisschen sein Geld zählen mit dem neuen Geschäftsmodell, das du ihm gerade vorgestellt hast, Sreihe. Geht über den riesigen Marktplatz hin nach Curtain Fall. Und um euch rum stehen diverse kleine Tempel und Schreine, teilweise auch auf der Straße, Stein- und Holzaltäre, die erstellt sind, Leute, die Wundermittel verkaufen, die über die Straße reden und gehen und schreien, findet Seelenfrieden mit Schmieden, findet Seelenfrieden damit, dass ihr mir Geld gebt. Leute sind unterwegs, ihr seht einige Leute in diversen religiös aussehenden Gewändern, die über die Straße gehen, entweder zur oder von der Messe, und macht euch auf den Weg zu der relativ großen Cathedral of the Dauntless Path. Geben diese Leute Flyer raus? For sure, na klar. Auf jeden Fall. Ich nehme alles mit. Jeder, der behauptet, Seelenfrieden, nehme ich so einen Zettel mit. Schmiede, geil, ja. Okay. Sehr schön. Ganz kurz, in welchem Stadtteil? Oder nicht welcher Stadtteil? Wie heißt die Gegend? Curtain Fall. Thank you. It's on the map. Yes, it is. Yep. And we go in there. Ganz genau. Ihr macht euch auf den Weg nach Curtain Fall. Diese riesige Kathedrale, die Kathedrale of the Dauntless Path. Überall, Fenster aus divers verzierten, bunten Gläsern. Riesiges, prunkvolles Gebäude, alles voller Säulen. Ihr tretet ein in das hiesige Kirchenschiff. Auch alles sehr überdimensionalisiert, sehr doll einfach. Was wollt ihr tun? Ist da irgendjemand? Ja, wir sollten wahrscheinlich nach dem Loxodon. Oh Gott, ich habe mich so darauf konzentriert, ich blauer Wind zu sagen, dass ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Ihr seht in diesem riesigen Kirchenschiff mehrere Bänke dort stehen, Statuen, diverse Altäre. Mach mir mal einen Perception-Check. Perception. Natural 20. Natural 1. Double 20. Ja, und Natural 1. Nice. Das ist das Koffein, Leute. Madde, du trittst ein und wie ein Vogel nimmst du erstmal den Kopf so wild durch die Gegend und hältst überall Ausschau. Kannst auch alles scannen. Das Kalat in deinem Blut macht dich super, super perceptive. Du siehst mehrere Messdiener, wie sie dort aufräumen. Und in der Ecke geht gerade eine Tür zu und ein riesiges elefantines Bein geht in diese Tür herein.
Da geht sie hin. Ich zeige einfach ein bisschen wild dem, auf diese Tür. Wollen wir reden? Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Ich kann mich nur noch an Laura Wind erinnern. Ich glaube, Rauer Wind. Nee, bin mir ziemlich sicher, Lauer Wind. Ich glaube, Rauer Wind ist in der anderen. Achso. Danny, welche Religion wird hier praktiziert? Die Cathedral of the Dauntless Path ist die Religion der 10, die meistverbreitetsten Götter, die es hier gibt. Dauntless. Nicht Path. 10. 10. Sorry, es war so lustig in meinem Kopf. Alles gut. Über Religion hier ist einfach. Fußfetischisten-Club. Dann würde ich, während wir da reingehen, so ein bisschen Fremdenführerin spielen und Sraya einfach so einen kurzen Crashkurs in diese Religion vom Dauntless Path geben. Alles klar. Soll ich euch kurz einen geben? Yes, ja, please. For sure, I will. I will. I have to just open the document. Give us the law and the law. Law, law. Law, law land. Lololand. Lololand. Ist klar. Die Religion der 10 ist die am meisten verbreitete Religion hier in Thalia oder allgemein auch in den United Realms, in denen ihr euch befindet. Es gibt 10 Götter, die für verschiedene Aspekte stehen. Es gibt Thanai und Valis, die Götter der Diebe und der Liebe. Gungni, Schmiedekunst, es gibt Aladdin, the Eye of Knowledge, der Gott der Magie, sowas alles. Wichtig zu wissen wäre auch Colville, the Teller of Tales, der Gott der Geschichten und Vergnügung. Die größten hingegen sind Terashi und Mercer, die jeweils Götter des Lichts und der Gnade. Und dies hier ist halt diesen 10 Göttern gewidmet, diese Kathedrale. Werden die Götter dann nicht sauer, wenn man sie alle zusammen in eine Kirche packt? Nein. Die Götter verstehen sich super. Ich hatte das mal, da waren halt andere Leute von einem anderen Tempel, mussten bei uns untergebracht werden. Und das lief nicht so gut. Irgendwie, die haben gesagt, oh ja, wir müssen aber das machen und wir müssen aber dies machen. Hat nicht gut zusammengepasst. Das verstehe ich, das klingt auch nicht gut, aber Sraya, stell dir vor und unterbrich mich, wenn ich dann irgendwas reingrätsche, Danny. Mhm. Die 10 Götter stehen jeweils für einen Aspekt, den man in einem Leben oder nachdem man sein Leben ausrichten kann. Das heißt ja aber nicht, dass die andere Art, sein Leben zu führen, schlechter ist. Alle 10 Götter haben ihre Daseinsberechtigung. Ja. Und nur weil man noch mehr als die 10. Nur weil man dem einen folgt, heißt das nicht, dass der andere verstoßen ist. Götter sind generell gar nicht missgünstig. Nie. Dann kennt ihr andere Götter als ich. Also ja, es gibt da drüben gibt so einen Tempel, da ist so eine Rachegöttin drin, die ist nicht so cool, aber sonst. Aber die 10 hier sind eigentlich ganz gut schön. Wir sollten dem Loxodon hinterher. Also ich meine nicht, dass man ihn gut verlieren könnte, aber trotzdem. Ja. Rex? Ich fühle das Kribbeln bis in meine Fingerspitzen. Und wenn ich auf meine Füße schaue, dann ist das, als würden die Streifen meiner Socken miteinander wresteln. Das ist mir noch nie passiert. Und mein Herz schlägt so schnell, ich kann das richtig fühlen. So, pom, 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 pom. Oh, du hast den ganzen Kalat getrunken. Hm. Und du hattest vorher noch nie Kalat, oder? Hm. Also, es gibt jetzt 3 Möglichkeiten. Okay. Entweder ich kann versuchen, ein bisschen die Wirkung davon rauszunehmen. Dann könntest du einfach rennen. Einfach rennen, bis du nicht mehr kannst. Mhm. Oder einfach betrunken werden.
Weil das Bier macht dich dann wieder müde und das gleicht das Ganze wieder aus. Weißt du, das ist so ein Kreislauf. Ich glaube, zumindest ist es bei mir immer gut. Okay. Ich fühle meinen linken Fuß eh nicht mehr. Ich laufe einfach ein bisschen auf der Stelle. Ja, oder lauf so ein paar Kreise um mich rum. Ist okay. Mhm. Ja, ich laufe schon mal in Richtung, sie hibbelt so ein bisschen und läuft dann schon mal in Richtung Tür. Alles klar. Ja, alles klar. Ist das normal? Geht's ihr gut? Ja, ich habe gerade ein bisschen sehr viel Koffein. Oh. Ja, das beunruhigt mich auch. Andererseits, Maddel kann echt einiges wegstecken. Auf und davon! Sagt Maddel und leadet den Charge entgegen eines kleinen Büros, in das ihr eintretet. Es ist relativ simpel gehalten. Es ist ein Steintisch mit einem Steinstuhl, auf dem mehrere kleine Dokumente stehen. In der Ecke stehen ja mehrere Flaschen Messwein oder was auch immer man als heiliger Mensch da so rumliegen hat. Und dieser Loxodon, sein riesiger Rüssel neben das Dokument, das er gerade ausfüllt, gelegt. In weißen, samtigen, goldverzierten Roben sitzt er dort. Was kann ich für euch tun? Eure Exzellenz, wenn das der falsche Titel ist, dann sagt Bescheid. It will do nicely. Uns wurde mitgeteilt, dass ihr noch jemanden sucht, der in der Krypta mal nach dem Rechten sehen soll. Oh, ihr seid die Freunde von Sergeant Ontak. Genau. Wundervoll. Mein Name ist Abt, der laue Wind, der aus dem Norden weht. Ich weiß, der Name ist lang. Ich garantiere euch in meiner Heimatsprache. Klingt er wunderschön. Was ist eure Heimatsprache? Loxodon. Kann ich's mal hören? Und er sagt dir mehrere Sätze auf Loxodon. Es klingt wie tiefe, ja, wie so ein Bassgesang. Und du weißt, dass es nicht als das gemeint ist, aber jeder Satz, den er sagt, klingt wie ein Gedicht in einem perfekten Metrum. Sehr schön. Habt ihr recht, klingt gut. Ich weiß. Nun, ihr wollt in die Krypta. Nehme ich an. Ja, also wenn ich es recht verstehe, ist das irgendwie so ein bisschen unsere Pflicht, nachdem sie Sir Bismuth geholfen haben, wofür wir wirklich überaus dankbar sind. Es war ein starker Fluch. Einer der stärksten, die ich in meiner Zeit erlebt habe. Aber es wirkt so, als hätte ich Unterstützung gehabt. Als wollten die Götter nicht, dass er stirbt. Dafür bin ich dankbar. Warum steht ihr hier so und sagt nichts? Wir sind auch sehr dankbar und werden kleine Gaben an Schrein der Zehen niederlegen. Angebrachte Gaben für die Götter, natürlich. Und wir wissen nicht, wo die Krypta ist. Ja. Nun, das macht Sinn. Und er steht auf und ihr seht diese riesige, bestimmt 3,5 Meter Gestalt des Loxodons, die vor euch steht. Und nimmt fast wie jemand einen Hammer nehmen würde, einen Laufstab, relativ einfach, nur aus Holz, keine großen Verzierungen, der für euch aber auch eher wirkt wie, ja, ein etwas dünnerer Baumstamm.
nimmt das und ihr seht, er humpelt so ein bisschen, während er geht. Gibt es noch irgendwas, was ich vorher für euch tun kann? Ist irgendwas, worauf wir achten müssen? Also, dass nichts kaputt geht oder so? Nun, das wäre wünschenswert. Die Krypta ist der letzte heilige Lagerplatz derjenigen, die hier in dieser Kathedrale Abt gewesen sind. Okay. Okay, cool. Beide so. Okay. Und um welche Art von Störung oder Problem handelt es sich denn, der laue Wind, der aus dem Norden weht? Vor einigen Nächten hat es des Nachts begonnen, merkwürdige Geräusche zu machen. Wir hören ein Rattern, ein Platschen, ein Singen. Und weder mir noch den Messdienern hier ist es erlaubt, diese heilige letzte Lagerstätte zu betreten, solange die Flamme des Lebens noch in uns brennt. Aber wir sind doch auch am Leben. Nun, aber ihr seid keine Priester. Heilige Orte sind für euch nicht wichtig. Oh, aber seien Sie sich versichert, dass wir nichts entweihen werden oder so. Also hoff ich. Absichtlich. Zumindest nicht absichtlich. Dies hat Sergeant Ontag mir versichert. Rattern, Platschen, komische Geräusche. Noch irgendwas? Singen. Ja. Singen habe ich vergessen. Ja. Ich meine, wir werden es uns einfach mal ansehen. Oder? Gut. Wir sind hier. Und ihr seid einige Treppen hinuntergegangen zu einer relativ großen Lagerhalle. Diverse einfach auch Gegenstände, die hier liegen. Fässer voller Dinge. Ich wollte jetzt nicht Essen und Trinken sagen, deswegen habe ich Dinge gesagt. Waren, die man in der Kirche halt haben muss, wenn man unter anderem auch die Armen versorgt. Zu einer relativ großen Tür. Und diese Tür sind mehrere einzelne Papiere mit Schriften in diversen Sprachen und Wachssiegeln drauf. Seid ihr bereit? Ich habe tatsächlich noch eine Frage. Wie lange sind Sie schon Abt hier? Kurz nach dem Krieg. Okay. Also, Sie haben dann nicht vor kurzem einen Abt beerdigt oder so? Nein. Okay, gut. Ich wollte nur sicher gehen, dass es sich hier nicht um eine lebendig begrabene Situation handelt. Gut, okay, dann können wir los. Oh, noch eine Frage. Haben Sie Salz? Ja. Kann ich das leihen? Und er holt so einen relativ großen Kristall aus der Tasche. Oh mein Gott. Der ist angeleckt, aber geht das? Passt schon. Danke. Wiedersehen macht Freude. Okay.
sie mit diesen angeleckten Salzkristallen. Ja. She craves that mineral. Und er gibt euch den Schlüssel tatsächlich, weil er selber nicht aufschließen darf. Wenn ihr wollt, dürft ihr eintreten. Habt ihr vorher noch irgendwelche Vorbereitungen, die ihr treffen wollt? Freya würde nur ihre Hand an ihr Kurzschwert legen. Alles klar. Warte, wir hatten Long Rest dann zwischen. Ja. Ne? Ja. Okay. Mal ganz kurz resetten hier. Ich würde auf mich selbst Mage Armor casten. Alles klar. Sie tippt sich mit ihrem gewundenen Stab, den sie hat, so einmal gegen den Hut und dann blurrt es wieder so bläulich auf. Sehr schön. Blaues Blurren um Muddle herum. Noch etwas? Ja, einfach. Ich bin schon fast gewundert. Das ist jetzt gemein. Ich caste Aid einmal auf mich, Muddle und Judy. Alles klar. Es geht noch klar. Also 5 Max Hitpoints. Sehr gut. Ihr bekommt 5 Max Hitpoints dazu. Hey, jetzt bin ich wieder voll. Genau genommen bist du nicht voll, aber du hast wieder dieselbe HP-Anzahl wie vorher. Ja, ich habe 1 HP mehr jetzt. Ach so, nee, für dich nicht, sorry. Also, Stimmt. Geht nur Rex ist noch misstrauisch. Nicht misstrauisch, aber er kennt dich nicht. Alles klar. Sehr gut. Und war's das? Ja. Dann möchtest du die Tür öffnen. Hell no. Ich öffne sie und vorher möchte ich noch einmal kurz anmerken, wenn Muddle die ganze Zeit um Rex so herumgelaufen ist, dann sah das ja letztendlich ein bisschen so, einfach so aus wie so ein Hut, der in der Umlaufbahn von Rex ist, oder? Stimmt, ja. Ja, sehr schön. Ja, ich öffne die Tür. Alles klar. Rex steckt den relativ langen, fein verzierten Schlüssel in das Schloss. Und wir gehen in eine kleine Pause. Bis gleich! Erstmal WD-40 für die Tür holen. Bis gleich! Bis bald!
Willkommen zurück zur 32. Ausgabe von The Lawful Bunch. Faster than light. Einen wunderschönen guten Tag. Hattet ihr eine schöne Pause? Yes. Yes. Wundervoll. Hat übrigens funktioniert. Hat funktioniert? Yes. Also kannst du wieder deinen Charakter behalten. Sehr gut. Großartig. Dann hat es funktioniert. Das waren Sachen, über die wir in der Pause geredet haben. Darüber müsst ihr nichts wissen. Vor der Pause haben wir mit einem Loxodon geredet, eine wunderbare fremde Person auf dem Markt gefunden und sind in eine Krypta eingedrungen, irgendwo tief unter der Kathedrale des Dauntless Paths. Und dort befinden wir uns. Ihr geht eine lange Treppe hinunter. Ihr merkt, wie kalter Wind euch langsam entgegenkommt. Die Luft ist nicht abgestanden. Es ist Wind hier drin und es ist kalt. Der Geruch von alten Dingen. Etwas muffig. Etwas, ja, so wie Wohnungen von Leuten, wo einfach niemand da ist für so 20, 30 Jahre. Jeder schmeißt kennt sich, diese Wohnung. Genau. Jeder kennt diese Wohnung. Schmeißt sich euch entgegen. Also, ich möchte ja jetzt nicht unhöflich sein, aber singen, plätschern, Geräusche, es hört sich irgendwie so ein bisschen an, als würde hier unten jemand Party machen. Oder wohnen. Oh. Ja. Ich weiß nicht, wie das mit Party-Lizenzen oder so etwas aussieht. Da kennt Julie sich aus. Aber ich glaube, Wohnen ist hier unten nicht erlaubt. Da kann ich dir, was Party-Lizenzen angeht, gibt so ein kleines Handbuch, geschrieben von... Aber das bezieht... Also, das ist in Kryptas garantiert nicht erlaubt. Vor allem nicht in heiligen Lagerplätzen. Ja. Sonst also sind die Toten selbst, die hier Party machen. Mhm. Toll. Ganz aufmunternde Geschichte. Ja, Soraya, du musst wissen, wir hatten hier in der Stadt zuletzt einige Probleme mit Untoten. Die wir aber, glaube ich, also hoffentlich eigentlich geregelt haben. Hoffe ich. Wir werden es jetzt herausfinden. Ihr steigt tiefer hinab. In diese Krypta. Das letzte Licht, das von der Tür ausging und abscheint, beginnt langsam abzubauen. Es ist dunkel hier drin. Die Toten haben keinen Brauch für Licht. Und erreicht den Boden. Es ist feuchte Luft. Etwas Moos wächst hier. Die Wände sind bedeckt von Moos. Und ihr seht mehrere Särge, die hier rumliegen. Was heißt rumliegen? Aber fein angeordnet sind an der Wand. Was wollt ihr tun? Hast du auf jeden Fall Dancing Lights. Alles klar. Wie sahen die nochmal aus? Die Särge? Nein. Die Dancing Lights. Einfach so warme, gelbe Lichtkugeln. So ein bisschen wie so Irrlichter, die immer so ein bisschen rumtanzen. Hm. Aber schon halt hell genug machen, dass man was sehen kann. Alles klar. Seht die Dancing Lights ein wenig in diesem Raum herumtanzen. Und seht, an die Wände gelehnt, 6 Särge. Letzte Ruhestätten. Irgendwem. Wenn ihr möchtet, macht mir gerne mal einen Perception-Check. Yes, yes. Reiz in. Net 12. Und du, Rex?
Ich habe kurz gedacht, es ist ein Bug, aber nein, nochmal eine Natural 20. Nice! Sehr gut. Judy, du bist damit beschäftigt, die Dancing Lights anzusehen. Muddleduel, du bist immer noch so ein bisschen aufgebracht und gehst diesen Dancing Lights nach irgendwie und es müssen Dinge passieren. Du, Sraya, siehst als erstes, über den Särgen sind an die Wand in goldenen Plaketten eingraviert einige Namen. Unter anderem siehst du St. Helen, St. Edgar, St. Blo, St. Summers, St. Wiltshire, St. White. Und mit einer Nat 20, Rex, mit einer Nat 20 siehst du nicht nur, dass dort Särge sind. Du siehst auch, dass die Särge von St. Edgar und St. Summers leicht offen stehen. Okay, ich würde ganz gerne hoffentlich einmal Nutzen ziehen aus meinem Divine Sense. Mhm. Und gucken, ob in 60 Fuß Celestial Fiend oder Undead sind. In 60 Fuß, das wird, wodurch wird das aufgehalten? Total Cover. Total Cover, nein. Die Särge von den beiden da. Ich glaub, die sind offen. Oh nein. Oh. Sollen wir die mal weiter aufmachen? Was? Warum sollten wir das tun? Ist naja, das unser Job? Um zu gucken, was drin ist, weil ich sehe hier sonst nichts mehr. Ja, und ich glaube nicht, dass die beiden jetzt unbedingt Schlafwandler sind. Oh Mann. Okay. Ja, wir beide gehen daran. Einen Moment, ich probiere mal was. Und ihr seht, wie Israel die halt immer noch lässt so ihr Schwert los und greift sich einmal auf die Brust, zieht so was aus ihrer Brust und macht dann so einen Stoß mit ihrer Hand nach vorne und ihr seht, wie von praktisch aus ihrem Arm so eine Druckwelle rausgeht und die nach vorne so durch die Luft wabert und dann sich die eine Sargtür greift und sie so zur Seite schiebt, ohne sie anzufassen. Großartig. Ooh. Super cool. Jedi Powers. Welchen der beiden Särge möchtest du gerne beiseite schaffen? St. Edgar oder St. Summers? Der näher an uns dran ist. Alles klar. Das wäre dann St. Summers. Du schießt diesen Sarg beiseite. Du siehst, wie so eine Welle aus hellem Licht irgendwie so einen kleinen Bereich neben dem Sarg trifft, irgendeine arkane Falle, die ausgelöst wurde, durch die du gerade beiseite gekommen bist, der du gerade ausweichen konntest. Siehst, wie der Sarg auf den Boden fällt. Und innerhalb dieses Sarges, Sraya, siehst du, erstmal ist er komplett leer, was ungewöhnlich ist. Kann ich ihn praktisch halten, bevor er auf den Boden aufkracht, damit er nicht kaputt geht? Ja, das sollte kein Problem sein. Das sollte kein Und würde ich dann langsam runterlassen. Alles klar. Lässt diesen Sarg langsam runter. Auf den ersten Blick sichtbar für euch sind direkt diverse so Striche in Fünfer-Intervallen, wie so ein Strichzähler an diesem Sarg. Ist das da eine Liste, wie viele Leute davon schon babuselt wurden? Ich hab das gesehen in den Holding Cells bei uns in der Wache. Machen manche Leute das, um zu zählen, wie viele Tage sie schon im Gefängnis sitzen? Und so sehen sie aus, ja. Das wäre ja aber sehr, also... Ein bisschen mit Vampiren zu tun. Ich meine, Särge, Grusel, Krypta, so. Krypta. Wie viele kann ich
das kurz nachzählen, wie viele Striche wir haben? Mach einen Investigation-Check für mich. Okay. Investigation. 13. 13. Du guckst kurz drüber, kannst nicht ganz auf den Teil des Sarges gucken, der auf dem Boden liegt, weil Sraya ihn so halb schief runter machen konnte, so damit er heil bleibt. Siehst aber innerhalb dieses Sarges Striche, die Pi mal Daumen 300, 400 Striche, vielleicht mehr, die dort sind. Was war dein Investigation-Check? 13. 13. Alles klar. Okay. Aber was gefordert wurde, dass die Geräusche sind noch lange nicht so lange da, ne? Erst irgendwie ein paar Wochen, oder? Ja. Mhm. Okay. Raya würde mal zu dem ersten Sarg gehen, der verschlossen ist, und würde mal so dagegen klopfen. Hallo? Mach mir Dexterity Save. Oh shit. Hallo? Hallo? Es ist schön, dass jemand mir die Rolle des Buttonpushers abnimmt. 9! 9! Alles klar. Sraya, als du gegen diesen Sarg klopfst, erfasst dich eine weitere Welle von weißem Licht, schleudert dich leicht nach hinten, du knallst auf den Boden und nimmst 24 Punkte Radiant Damage. What? Alles klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sraya, bist du in Ordnung? Uff. Geht dich an die Särge. Oh, puh. Das war jetzt einer, der verschlossen war, ne? Ja. Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob das so sein sollte, also. Ist der Sarg denn noch zu? Ja. Ich meine, sie haben uns nicht gewarnt vor irgendwas. Hat er vergessen, uns zu sagen, dass die Dinger gebooby-trapped sind? Vielleicht weiß er es selber nicht. Ich meine, er darf ja hier nicht runter. Trotzdem. Wieso sollte jemand Särge, in denen sich Tote aufhalten? Ich meine, okay, vielleicht um sie vor Grabräubern zu schützen, das macht Sinn, ja. Oder sie davor zu schützen, rauszugehen, weil sie nämlich untot sind. Warte mal, komm mal kurz her, zeig mir mal die Hand, die sieht ein bisschen verbrannt aus. Reagiert hin und hält ihm so den Arm hin, so. Und die anderen kennen es schon. Rex Hand beginnt so weißbläulich zu glühen und die Verbrennung geht zurück. Und 24 Punkte hast du genommen, ne? Mhm. Die halte ich da komplett wieder hoch. Oh. Raya guckt sich so ihren Arm und guckt ihn an. Danke! Oh, ich lieb von dir. Und sie so ein bisschen nach der bewegt so den Arm. Nice. Ja, mit was nur damit das mal klar ist, ich kann das nicht jedes Mal machen, wenn ein Sarg hochgeht. Ich hatte nicht vor, den Rest anzufassen, aber Zrei hebt so einen Stein vom Boden auf und chuckt den so irgendwie an den nächsten Sarg ran, der ein bisschen weiter hinten steht, ein bisschen weiter weg von allen entfernt. Das löst nichts aus. Geht das Holz auch nicht kaputt? Nein. Gut. Okay, ich würde den anderen Sarg, der halb offen ist, auch noch aufmachen. Alles klar. Oh, warte, Rex. Hm. Ich würde, kannst du noch 10 Minuten warten? Dann würde ich Detect Magic Ritual casten und dann einfach so ein bisschen die Särge ablaufen und gucken, wo vielleicht noch eine Falle ist, falls Alles ich die klar. detecten kann. Du. Okay, Madel, wir spielen Abklatschen. Alles klar, während ihr ein wenig abklatscht und das Echo des Klatschens durch die Krypta fliegt und echot, nutzt Judy die Zeit, um einmal
Detect Magic zu casten. Du siehst, dass alle 6 Särge, die sich in diesem Raum befinden, einen magischen Glow haben, den du erkennst als eine Art Abjuration, die es halt verhindert, dass sie irgendwas anfasst. Beziehungsweise dann halt diese Druckwelle gibt. Du erkennst außerdem, dass der Sarg, den ihr schon gesehen habt von St. Summers, eine besonders starke magische Aura hat, die mit den anderen nicht ähnlich ist. Auch Abjuration. Und die ist nicht ausgelöst? Die ist nicht ausgelöst, nein. Raya würde, während du die da ihr Ritual castet und ich weiß nicht genau, wie das aussieht, aber Raya wird so einmal durch die Krypta laufen, nichts anfassen, aber mal so in alle Ecken gucken, ob sie noch irgendwie sowas findet wie eine Druckplatte oder ein Geheimgang oder so irgendwas. Mach einen Perception-Check für mich. Perception oder Investigation? Kannst du dir aussuchen in dem Fall. Yeah. 7. Du findest keine Druckplatten oder ähnliches. Was du findest, ist eine verschlossene Tür noch am anderen Ende des Raumes. Hab Tür gefunden. Eine Tür. Das ist doch schon mal was. Judys Detect Magic Ritual ist übrigens einfach nur, dass sie Geige spielt. Was auch sonst. Das macht's jetzt nicht creepiger hier. Okay. Ja, stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Und dazu das Klatschen, das wieder halt. Ja. Oh, Mann, ja. Gar nicht gruselig. Oh, das tut mir leid. Ich habe versucht, was Fröhliches zu spielen, aber naja, um in die Magie-Wahrnehmungs-Mindset reinzukommen, muss ich immer was in Moll spielen und Judy fachsimpelt ein bisschen über Musiktheorie und Magie-Theorie. Okay, also was ich euch sagen kann, ist, dass an diesem Sarg von St. Summers eine stärkere oder andere Falle ist als an den anderen. Aber alle haben diese Art Magie, die verhindert, dass man sie anfasst. Jetzt auch der erste, den ich schon angefasst habe? Das war der das starke Ding hatte. Nee, der erste, den Zraya wirklich angefasst hat. Das andere war mit Teleki. Das war dieselbe Falle wie an allen dran. Die dürfen nicht angefasst werden. Okay, ist sie immer noch aktiv, jetzt nachdem sie ausgelöst wurde? Ah, okay. Okay, das heißt, wir können sie nicht einfach irgendwie anfassen, dann ist das weg. Aber den ersten hast du doch... Also den starken hier von St. Summers, den hast du doch geöffnet mit so einem... Wobei, der war auch schon ein bisschen offen. Ja, aber also ich kann das, aber ich kann das nicht ewig. Also das ist... Ihr erinnert euch daran, dass ich trainiert wurde? Ja. Ja, deine ich wurde... Ausbildung steht hier auf deinem Vertrag. Genau, das war meine Ausbildung. Und das erfordert eine gewisse innere Kraft und Ruhe. Und das ist genauso wie wenn du zu viele Sit-Ups machst oder zu viele Kniebeugen. Irgendwann kannst du halt nicht mehr, weil dein Körper irgendwann sagt, wie so ein Muskel, den du trainierst, weißt du? Das heißt, ich kann das nicht so ganz häufig. Ich kann es ab und zu. Wie mit der Musik, wenn du zu viel Musik spielst, dann werden deine Finger irgendwann müde und du musst trainieren, dass du länger spielen kannst. Und so ähnlich ist das. Genau, und deswegen, es geht, kann es noch ein bisschen, aber ich würde es jetzt nur benutzen, wenn wir es benutzen müssen. Und der da ist leer. Sollen wir uns erstmal die Tür angucken? Mhm. An der Tür war keine Falle, oder? Nein, das hättest du gesehen. Okay. Die Tür scheint einfach nur eine verschlossene Tür zu sein. Ja, aber dann, Zraya, war es doch, naja, zufällig sehr schlau von dir, dass wir genau diesen Sarg, also dass wir ihn aufgekriegt haben, ohne dieses sehr starke Ding abzukriegen. Und vor allem heißt das auch, dass da wahrscheinlich, was auch immer da drin war,
Und die jetzt nicht mehr da drin ist. Ja. Stärker. Okay. Ach, das gefällt mir alles wirklich gar nicht. War der denn leer, der Sarg? Ja, das war ja, der ja, mit den Strichen. Der mit den Strichen war leer. Okay. Ja. Gut. Ja, das heißt, ich tappe schon mal Richtung Tür. Alles klar. Wir haben theoretisch zwei leere Särge, das heißt zwei. Ich gehe jetzt von Vampiren aus. Vampire, die hier Amok laufen. Aber sie laufen ja nicht Amok, also sie singen und plätschern. Zwei Vampire, die Hauspartys feiern. Alles klar. Singen und plätschern. Typische Vampirparty, wir kennen sie. Klassiker. Das Schaumbad im heiligen Wasser. Im Weihwasser. Was wollt ihr tun? Ich wollte mal gucken, ob die Tür offen ist. Die Tür scheint verschlossen zu sein. Ist zu. Naja, wir haben ja einen Schlüssel, also hoffentlich geht der. Windschlüssel? Und die Tür geht auf. Guck mal. Ist auf. Ich hätte jetzt hier als eingetreten, muss ich gestehen. Ich auch normalerweise, aber wir sollten hier nichts kaputt machen. Aber das war mein Plan B. Wollen wir in den nächsten Raum eintreten? Zwei, jetzt geht ihr Schwert. Ich lasse die Dancing Lights erstmal ein bisschen vor, sodass wir reinschauen können. Macht mir alle einen Perception-Check. Let's Percept. 17. Das Koffein lässt nach. 17 von Sreya? Ich habe eine 13. Rex? 6. 3. Alles klar. Sreya, du schaust hinein, während Judy sich auf die Lights konzentriert und siehst auf dem Boden dieses relativ langen Ganges, der hier ist, auch immer noch sehr kalt, sehr dunkel, ein sehr körniges, braunes Material. Mach mir mal einen Nature-Check. It's dirt. It's bad shit. Ja. Fledermaus-Guano. Dreier zeigt so oft das, was am Boden ist. Damit kenne ich mich aus. Hab mich aus Versehen mal in der Mine verlaufen. Und war dann 5 Tage lang in dieser Mine unterwegs. Und das kommt von Fledermäusen. Das heißt, Vampire. Sie ist so ein bisschen zu stolz. Also das Ganze ist ja hier eigentlich ziemlich abgeschlossen. Also frage mich ein bisschen, wie die hier reingekommen sind. Vampire. Ich guck mal, ob ich irgendwo einen Luftzug merke. Mach mir einen Perception-Check. Okay. 17. Ja. Naja. Okay, da ist ein Luftzug irgendwo von da. Ich meine, das ist unsere einzige Spur gerade, oder? Mhm. Ja, okay. Weil Neve nicht da ist, hinter der Judy sich verstecken kann, hält sie sich automatisch an die andere Earth Genasi, die... die Powerful Energy ausstrahlt. So ein bisschen im Rücken. Aber kann natürlich nicht so nah dran gehen wie bei Neve sonst. So unauffällig im Windschatten aufhalten. Alles klar. Alles klar. Weiß irgendjemand was über Vampire? Weiß ich irgendwas über Vampire? Mach einen Religion-Check. Hey, bist du geübt drin? Hilft mir trotzdem nicht. 8. 8. Und das mit +6, also... They don't like sunlight? Fragezeichen? Maybe bats, who knows? Also, ich weiß nicht, Sreya, wie das ist, wo du herkommst, aber in Talia gibt es ein paar, naja, sehr hoch angesehene Vampire. Naja. Okay. Also, die zumindest, ja, okay.
Also wir sagen ihnen erst, sie sollen mal aufhören, hier unten Party zu machen und greifen sie nicht direkt erst an. Falls es Vampire sind, dann ja. Okay, alles klar. Das ist an sich sowieso, nur um das nochmal klarzustellen, unsere Policy, nicht erst draufhauen. Erst fragen, dann draufhauen. Außer es haut nicht zuerst. Ja, interessant, das dass du das okay. sagst, Rex. Interessant. Wieso? Weiß nicht, wovon du redest. Smells like bad shit, by the way. Ja. Nein, also gar nicht, dass du brutal wärst oder so, so aber. Aber. Nicht was andere Kreaturen betrifft, da bist du immer sehr respektvoll und vorsichtig. Aber so in Erkundungsunternehmungen fällst du ja gerne mal mit der Tür ins Haus. Habe ich das was auch nicht negativ. Ich möchte jetzt nur mal kurz nachfragen, fällt er wirklich mit Türen in Häuser rein oder ist das jetzt dieses Sprichwort? Oder also ich erinnere mich, wir waren mal an so einem Badehaus, da waren Assassinen drin und da ist Rex durch, ja. Es war einmal, okay? Also können wir uns vielleicht über die privaten Geschichten später unterhalten? Ich möchte nicht länger in dieser Gruft bleiben als nötig. Es tut mir leid, ich wollte da auch nicht so den... Okay, gut, also wir haben Fledermauskacke auf dem Boden und... Hören wir Fledermäuse? Wir haben den Luftzug, den wir folgen können. Luftzug. Ihr habt den Luftzug und mit dem Fledermauszeugs, was ihr da vor drunten gesehen habt, ist es sehr sinnvoll anzunehmen, dass sich in diesem Raum Fledermäuse befinden. Oder mal befunden haben. Ja, das Reihe läuft weiter. Alles klar. Ja. Let's find them. Keine Ahnung. Alles klar. Sraya läuft weiter in diesen Raum hinein. Ist Sraya vorsichtig dabei? Ja. Erstens zieht Sraya ihren Schild, den sie auf dem Rücken hat. Mhm. Und würde dann sich ein bisschen an den Lichtern orientierend nach vorne begeben und auch wenn es jetzt in einen, sag ich jetzt mal, in einen weiterläufigeren Raum reingeht, würde sich aber sie sich ja mal links und rechts angucken und vor allem Dingen gucken, ob sie irgendwas in den Schatten oder auch Fledermaustechnisches an der Decke sieht. Alles klar, dann machen wir erstmal einen Stealth-Check. Stealth? Also ich schleiche. Okay. 10. 10! Sraya, du begibst dich langsam in diesen Raum herein, wartest durchs Guano, siehst, als du dich umsiehst, und jetzt machen wir deinen Perception-Check. 16. 16. Nicht nur mehrere Dutzend Fledermäuse, die oben an der Decke sitzen, sondern auch zwei, drei wirklich große Fledermäuse, die an der Decke sitzen. Schaust dich um, siehst tatsächlich auf der anderen Seite des Raumes noch eine Tür und spürst den Luftzug von der linken Seite dieses Raumes. Wie groß sind die großen Fledermäuse? Ungefähr so groß wie Sraya. Okay. Humanoid heißt. Oh no. Sraya zeigt mit ihrem Schwert so nach oben. Sollen wir guten Tag sagen? Entschuldigung, hier ist die Stadtwache von Talia. Können Sie bitte einmal runterkommen? Mach einen Persuasion-Check mit Disadvantage. Okay. Persuasion? Oder bin ich richtig krass drin? Damit fertig. Oh. 15. Ihr hört oben die Fledermäuse so ein bisschen scheinbar so ein bisschen disturbed sein, aber du, Sraya, die du etwas weiter vorne im Raum bist, hörst deine Stimme. Und zwar hörst du:
Oh, ja, kleinen Moment. Alles gut, wir warten. Erstmal Hauspushen anziehen. Ich würde gern noch mal kurz einen Divine Sense machen. Ja, ein paar mehr Fuß von euch entfernt, hinter dieser Tür, befindet sich etwas Untotes. Hinter okay. der Tür? Ja. Okay. Das flüstere ich den anderen noch zu. Aber es ist nicht von da, wo die Stimme herkam, ne? Sondern die kommt ja von oben. Die Stimme kam von hinter der Tür. Ach so, von hinter der Tür. Oh. Die Fledermäuse scheinen dadurch so ein bisschen aufgebracht. Ja, ich glaube, wer auch immer da jetzt rauskommt, ich. Vielleicht doch Vampir. Wir werden sehen. Er stellt sich so ein bisschen so seitlich, also mit dem Schild so ein bisschen vor sich und erstmal so das Schwert so ein bisschen so halb hinter ihrer Hüfte und guckt jetzt erstmal da in die Richtung und schiebt sich auch so ein bisschen vor die Backline, also so ein bisschen vor Judy und Muddle. Sehr gut. Ihr hört so ein und die Tür auf der anderen Seite des Raumes geht auf. Ihr seht in ähnlichen Roben wie denen des Loxodon auch einen ja, merkwürdig verhangenen, merkwürdig langsam verrotteten alten Mann. Mit so leicht lichtem, blondem Haar, der durch diese Tür guckt. Ein Auge halt vollkommen der Schädel exposed und noch der Augapfel da drin. Die andere Seite des Gesichtes ist noch einigermaßen okay. Der euch nach vorne guckt, den Finger vom Mund zu so einem Sch-Zeichen hält und euch rüberwinkt. Lasst euch nicht von den Fledermäusen fressen. Kommt her. Ich raffe so ein bisschen mein Röckchen und fange zu rennen. Das Radio, also sieht so Muddle an sich vorbei, rennt, oh shit, und rennt Muddle hinterher und hält so mit ihr Schritt und versucht, wie gesagt, so ein bisschen auf sie aufzupassen. Alles klar. Wollt ihr versuchen, da durchzuschleichen oder wollt ihr versuchen, durchzurennen? Ja, rennt, wenn Muddle rennt. Genau. Alles klar. Das funktioniert nicht bei mir. Ihr rennt alle. Während wir rennen, verfällt Julie in so Panikgeplapper und sagt einfach nur, okay, wir rennen gerade unter Menschen oder humanoid großen Fledermäusen durch auf eine lebende Leiche zu. Das ist völlig in Ordnung. Das ist absolut okay. Das ist, was wir machen. Okay. Alles klar, machen wir doch gerne alle mal einen Athletics-Check. Oh no, warum Athletics? 12. 12? Mit plus 8. Jetzt richtig scheiße. 4. 4 von Judy? Oh shit. 15. 15 von Rex. Alles klar. Sraya und Muddle rennen voraus. Ihr rennt und rennt und rennt. Klack, klack, klack. Das Guano unter euch platscht durch. Und ihr seht einen von diesen Fledermäusen runterswoopen. Muddle greifen und nach oben fliegen. Du, Sraya, kriegst an der Seite etwas von dem Flügel mit. Gibst, bekommst 7 Punkte Slashing Damage, während Rex weiterrennt, scheinbar durch ist, auf der anderen Seite des Raumes ankommt. Judy, wie viel hattest du auf deinem Athletics? 4. 4. Alles klar. Die andere Fledermaus kommt auch noch runter und versucht dich zu beißen. Trifft dich eine 14. Nein. Nein, und geht knapp dabei, du kannst zur Seite vorbeigehen, triffst voll in die Scheiße rein, stinkst wie Sau, kannst dich aber aufraffen und kommst weiter bis zum Ende des Raumes. Muddle, du hängst von den Krallen deiner Fledermäus an dieser Decke. Sraya würde gerne wieder, und würdest du wieder den Arm nach vorne strecken und wird, werde ich nicht dagegen, und würde Muddle gerne mit Telekinetic Power runterziehen. Alles klar. Wie funktioniert diese Telekinetic Power normalerweise? Telekinetic Power ist eine Aktion. You can move an object or a creature with your mind. As an action, you target one loose object that is large or smaller or one willing creature other than yourself. If you can see the target within 30 feet of you. Alles klar. Move it up to 30 feet.
Alles klar, das sollte kein Problem sein, sie so auf den Boden zu kriegen. Das Problem ist, die Fledermaus hat sie immer noch in den Krallen. Was ist dein Casting-Modifier? Was nutzt du für diese Dinge? Das ist einfach so. Ich benutze dafür einen Psionic Dice. Ich habe den mir schon rausgestrichen. Das gebe ich einfach aus und ziehe praktisch dran. Alles klar. Ich will hier einen Contested-Wurf machen zwischen der Stärke der Fledermaus und was auch immer du für deine Magie benutzt. Welchen Wert? Ich weiß es nicht. Ich benutze eigentlich keine Magie. Es wäre vielleicht gegen einfach meine Strength. Ich würde deine Constitution sagen, tatsächlich. Wenn Constitution? Du auch ja. Gut. Alles klar, dann mach mir bitte einmal einen Constitution-Check gegen die Stärke der Fledermaus. Help me! Saving throw oder check? Check. 9. 9. Und du versuchst zu ziehen, aber die Fledermaus hat Mandel fest in ihren Krallen. Mandel, die Krallen sinken sich in dich rein. Du bekommst, 4 Punkte Slashing Damage. Und bist immer noch in diesen Krallen drin. Es hat leider nicht funktioniert. Dieser Untote steht neben dir, Rex, nimmt seine Hände in die Hüfte und sagt, ich schätze, das ist ein Problem. Sind das nicht ihre Fledermäuse oder so? Können sie da was machen? Nein, die sind neu. Großartig. Judy, du stehst gerade wieder aus dem Bad Guano auf. Ich würde gern ein Crossbow abschießen. Ein Crossbow auf die Fledermaus? Ja. Alles klar. Mach mir gerne einen Intimidation-Check mit Dexterity drauf. Intimidation-Check mit Dexterity drauf. Ja, das ist also gewürfelt. Das ist eine 9. Plus 2 sind 11. 11? Intimidation. Die Fledermaus hat nur eine 9. Die Fledermaus nimmt dein, beziehungsweise du feuerst diesen Crossbow-Bolt ab. Pff, siehst da drauf, schießt ihr direkt in die Schulter. Mandel, sie lässt dich vor Schreck los. Du fällst. Ich versuch sie zu fangen. Mach einen Athletics-Check, Rex. Ja, man hört. 24. Rex, du musst nicht mal in das Guano springen. Du rennst einfach zu, nimmst Muddle, fängst Muddle problemlos auf, kannst umdrehen. Ihr rennt mit Judy zurück, ihr seid vor diesem Tor. Kommt rein. Oh, der Dude, Mann. Ihr seid wirklich nicht annähernd gestresst für diese Situation. Warum sollte ich? Ja, achso, ja, die Tür, okay. Sehr gut. Ihr seid aus diesem Fledermausraum raus. Ihr befindet euch nun in einem auch Raum der Krypta. Ihr seht einige Holzsärge, die zur Seite geräumt sind, die Wände mit Moos überwachsen. Auch einige Striche daran, wie der ganze Raum ist übersät mit diesen zählenden Strichen. Und in der Mitte des Ganzen eine Konstruktion, die aussieht wie ein Tisch, auf dem mehrere Bälle platziert sind. Und dieser Untote mit dem halben Gesicht guckt auf, klatscht sich in die Hände. Ich habe euch erwartet. Das ist nicht immer was Gutes. Nee, das ist jetzt relativ unruhig, muss ich auch sagen. Wer sind Sie? Oh, die meisten nennen mich Tim. Mit 2 M. Okay. Ich bin Madde. Mit einem M. An welcher Stelle? Vorne. Ja, macht Sinn. Danke. Klar. Ich bin Rex. Mit keinem M. Wobei Rex wäre auch ein guter Name, oder nicht? Mrax. Nein. Corporal Judy Softens, wir sind von der Stadtwache. Von der Stadtwache! Großartig! Ich bin neu hier. Sraya, mit oder ohne M? Ohne. Ah, zu wenig M's. Gut, und er holt zwei so relativ lange Stöcke raus. Wer will als erstes? Was? Verprügelt werden? Billard! Hören Sie mal, wir haben hier eine
eine Anzeige wegen Ruhestörung erhalten. Ha. Von wem? Sind Sie die Person, die hier plätschert und singt? Nee, ich kann nicht singen, keine Stimmbänder mehr. Aber wie können Sie dann reden? Ah, don't think about it. Okay, Tim. Was machst du denn neben Billardspielen hier unten noch so? Also, ich war mal Priester. Mal Priester. Oh nein. Wie läuft der Krieg? Welcher? Naja, der Krieg. Was denkst du, welches Jahr wir gerade haben? Irgendwo zwischen 375 und 412? Nee. Hab ich mich verzählt? Okay, alles klar. Gehört einer der Särge da vorne zu euch? Ach so, ja. Ich war lange in Quarantäne. Oh no! Will das nicht. Sind da alle drin gefangen? Also sind alle so wie ihr, die da vorne drin sind in den Särgen? Sind alle in Quarantäne? Ich bin der einzige Ich. Die meisten sind einfach tot. Ah. Gibt's da noch genau genommen bin ich auch tot, nur nicht so richtig. Der Punkt ist, ich habe irgendwann so lange gelebt, dass die Leute gesagt haben, er muss tot sein, das ist eine Illusion. Und dann haben sie mich lebendig begraben. Das war nicht nett. Ich wusste es. Ja. Habe ich den Eindruck... Drinks, eigentlich? Habe ich den Eindruck, dass das stimmt oder dass er einfach nur batshit crazy ist? Mach einen Inside-Check. Ja, ich würde auch gerne checken, klar. Ob da noch so ein Funken Sinn drin ist. 13. 19? Möchte noch jemand anders? Oh, why not? Are you talking shit? Ich habe auch nur eine 9. Und so's? 5. Alles klar. Muddle und Rex, es ist außer Frage, dass er bad shit crazy ist. Aber er wirkt auch ehrlich. Er hätte wahrscheinlich auch keinen Grund, uns anzulügen. So. Ja. Ihr habt gesagt, ihr habt uns erwartet. Wen habt ihr denn erwartet? Irgendwen! Ich habe so lange kein Pool mehr gespielt. Will irgendwer? Also ihr seid einfach aufgewacht und jetzt lebt... Nee, ich bin nie eingeschlafen. Okay. Die haben mich da einfach in den Sarg gesteckt? Ja. Warum? Naja, irgendwann wird's verdächtig, wenn so jemand für... Der menschlich ist, für so 200 Jahre Abt ist. Ist schon... Die haben gedacht, ich habe irgendeinen dunklen Deal gemacht oder sowas. Aber ich weiß nicht, was für einen Deal ich gemacht habe. Ich bin einfach nicht gestorben. Und... Also, gut, ich verrotte ein bisschen, aber... Gutes Immunsystem? Schätze ich auch, ja. Was ist mit eurem Freund? Da war noch so ein zweiter Sarg, der offen ist. Ja, sind sie St. Edgar... Oder St. Summers. Tim Summers. Tim Summers. Tim. Summers. Mit 2 M. Jeweils doppelt. 2 M. Ja, also was ist mit eurem Freund? Ich meine, wenn ich hier unten Freunde hätte, dann wäre das nicht so hart. Oh, bitte sagen Sie nicht, Sie haben den gegessen oder so. Was? Nein, ich war seit 500 Jahren nicht mehr hungrig. Sie sieht sehr erleichtert aus.
Geht's hier noch weiter oder ist das so der letzte Raum? Nee, um die Ecke geht's noch weiter. Die letzten Tage irgendwie, da waren so merkwürdige Geräusche und ich habe mich nicht mehr aus dem Zimmer hier getraut. So plätschern. Und singen. Ja, irgendwie sowas. Ah. Tim, wann bist du aus deinem Quarantänesarg raus? Das ist schon sehr lange hier, den Strichen zu folgen, ja? Eine Weile, ja. Aber wie läuft denn jetzt der Krieg? Der Krieg gewonnen! Gewonnen! Cool! Diese Djinns! Ich wusste, dass wir es schaffen! Oh. Oh. Ist was? Ich beug mich zu Rex rüber und den haben wir doch gewonnen, oder? Also irgendjemand hat den gewonnen. Also irgendjemand, ich bin nie zur Schule gegangen und einfach keiner hat einen Plan, aber weiß Raya was über den Krieg? Hat sie das beigebracht bekommen im Kloster? Auf jeden Fall. Es ist mehrere Jahrhunderte her, in dem die sterblichen Völker einen Krieg gegen die Djinns geführt haben. Die Djinns haben zunächst die Welt erobert, dann haben die sterblichen Völker sich in einer Rebellion zusammengefasst und über mehrere Jahre die Djinns in eine einzelne Stadt in der Wüste zurückgeschlagen, wo sie jetzt leben. Der Rest ist wieder in der Hand der jeweiligen Völker. Das ist gut 500, 600 Jahre her. Ja, wir haben gewonnen. Nice! Okay. Raya, ja. Guckt so die anderen an die so richtig so buffes Gesichtsausdruck. Die sind also, ja jetzt in ihrer Stadt und so, ne? Ja, kann sein. Wir sind halt wegen des Plätscherns und wegen dieser Gesänge hier. Also, wenn ich ihr wäre, würde ich das lassen. Ja, würde ich auch gerne, aber leider habe ich einen Vertrag unterschrieben. Oh, und das dürft ihr nicht machen. Sogar mit meinem vollen Namen. Fuck. So. Nun, wir sind hier hingekommen, um uns das Ganze anzugucken. Also machen wir das auch. Wir haben doch gesagt, ihr seid Stadtwache, oder? Ja. Vor, ja, gut einer Woche, keine Ahnung, die Tage verschwimmen, sind hier mehrere Leute durchgekommen. Was für Leute? Weiß ich nicht, ich wollte die nicht angucken, die haben irgendwas geschleppt und ich dachte mir, oh, am Ende gibt's wieder groß Stress, irgendwie, wenn ich da und dann komme ich daneben und oh, wir mussten hier was schleppen und wir brauchen keine Hilfe mehr und lass uns in Ruhe, Tim, du lebst seit 500 Jahren, niemand braucht deine Hilfe. Warte, kanntest du die Leute, die hier durchgekommen sind? Nein. Okay. Was für eine Sprache haben die sich unterhalten? Irgend so ein Reimslang? Reimslang? Raya würde gerne versuchen, dieses, was der Loxodon oben gesagt hat, zu wiederholen. Nee. Straßiger. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich meine, ihr als Stadtwache würdet wissen, das handelt sich wahrscheinlich um Thieves' Cant. Okay, und was genau haben sie hier durchgeschleppt und wie viel? Weiß ich nicht, irgendwas Großes. Ja, und danach hat das Plätschern und das Singen angefangen. Ja. Okay, das klingt nicht gut. Klingt alles. Tim, als du aus deiner Quarantäne raus bist, war der Sarg von St. Edgar da ein bisschen geöffnet? Schon? Nö. Weißt du, wer St. Edgar ist? Ich glaube, der kam nach mir. Okay, das ist doch schon mal was. Okay, der hat scheinbar nicht so lange gemacht wie du, aber wer weiß auch, weil, also der ist halt jetzt hier. Ja, wer weiß, war ich nur der Erste und vielleicht sehen sie ihren Fehler ein, so nämlich. Ja, also bei Sir Edgar haben sie ihn auf jeden Fall noch nicht eingesehen, weil der ist, glaube ich, hier auch out and about. Ha. Huh. Ich meine, dann kann man seine Nachfolger kennenlernen, das ist ja auch nett. Ich will, also...
Also ich glaube, irgendjemand ist hier schon wieder was am Plotten. Irgendeine von den Banden hat hier irgendwas vor. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es der... Oh, Banden! Ich war noch nie in der Bande. Ich war Priester, wisst ihr? Und dann ist man selten in Banden drin. Aber Religion ist doch praktisch wie eine große Bande. Ha, wenn du es so sagst. Ich war in einer Bande bisher, ja. Okay. Ich glaube, wir sollten uns der Tür annehmen. Ja, und den Blättern. Tim, vielleicht gehst du unter deinen Billardtisch? Nur falls, also dieses... Nee, Blätter. Lieber nicht, der ist instabil. Dann geh hinter deinen Billardtisch. Aber nicht zu nah an die Fledermaustür. Okay. Und zu den anderen würde ich mich so umdrehen und sagen, so, also, ich weiß, ich glaube, wenn er untot ist, dann ist es ja auch irgendwie egal, was er abkriegt, oder? Aber irgendwie, also, der Loxodon hat gesagt, wir sollen nichts kaputt machen und er, also... Ja, wenn wir einen seiner untoten Äbte kaputt machen, dann wird er wahrscheinlich... Ja, das... Er gehört zum heiligen Inventar. Der Lagerbestand. Tim, ich habe noch kurz, ganz kurz, eine Frage. Hatten diese Leute, die da durchgelaufen sind und Sachen getragen haben, zufällig Hüte auf? Du fragst mich Dinge. Ich sehe ja keine Kleidung. Ich sehe ja nur den Mensch dahinter. Also wenn derjenige einen Hut trägt... Wait, what? Also wenn derjenige einen Hut trägt, siehst du eigentlich technisch gesehen den Mensch dahinter nicht. Das ist ja hier, wo die Hutkrempe ist. Aber das heißt dann wohl, dass sie keine Hüte anhatten, weil sonst andererseits hast du... Ihre Gesichter waren verdeckt und ich habe nur kurz durchs Schlüsselloch geluschert. Ah, die sind hier hinter... Sind die im Fledermausraum durch oder in dem Plätscherraum? Plätschersingraum? Die sind durch den Plätscherraum, ja. Ja, dann lasst uns... Also... Ja, dann lasst Wollen wir vielleicht uns unauffällig verhalten? Ja. Okay. Moment, stellt euch alle mal auf. Eine Reihe. Ich hänge immer noch so ein paar Rex dran. Judy salutiert automatisch. Ja. Sie ist voller Fledermaus. Rex will wahrscheinlich auch salutieren und hebt dabei Muddle so halb hoch, die an seinem Arm hängt. Alles klar. Und, Sraya würde so zu jedem hingehen und würde, so praktisch wieder auf ihre Brust nehmen, wird sich hier so ein bisschen so, es zeigt so, als ob so praktisch so ein Pulsieren von ihr ausgeht und sie würde jedem von euch so ein bisschen so einen kleinen energetischen Stoß geben und würde einmal Pass Without Trace auf die komplette Gruppe casten. Nice! That's nice! Da kriegen wir plus 10, oder? Ja. Plus 10 auf Stealth. Nice. Plus 10. Ja, du, die brauchst es auch. Und ihr seht so ein bisschen, wie ihre Haut sich so, als wie so praktisch wie so Stein, als ob sie so ein bisschen Steingeröll über ihre Haut bewegt. Großartig. So. Probieren wir das. Ihr wollt euch Richtung Brise bewegen, hä? Huh? Yes. Ja. Alles klar. Ja. Und ihr seht Tim, wie er auf der anderen Seite steht. Hey, Schwestern sein mit euch! Und castet Bless. Oh nein, Tim! Bless you! Ich muss gerade kurz gucken, auf wie viele Targets Bless geht. Könnt ihr mir das sagen? Ja. Oder? Sind es drei, oder? Drei. Glaube ich drauf an, Level 1 sind drei. Oder? Level 1 sind drei ist da, dann geht's auf euch alle. Dann castet das Level 2. Als ich sein Bless spüre in meinem Herz, So ein bisschen faulig, ist einfach, es ist so ein bisschen Obstessen, das noch geht, aber eben auch nur noch geht. Ich drehe mich zu ihm um und sag, Tim, wenn das hier alles gut läuft, dann sorge ich dafür, dass du einen richtigen Billardtisch kriegst. Nice.
ist. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie Freiheit versprechen kann. Das ist irgendwie. Nein, Abbruch! Okay. Ich fürchte, den Billardtisch kann die Stadtwache auch nicht stellen. Wir sind nicht so, was die. Naja, Kasse. Alles klar. Sraya führt die Gruppe. Mit 22 auf Stealth. Nice. Ich hatte einen Natural 20, das sind 30. Nice! 31. Ja, aber mir würde. Ich Disadvantage auf Stealth? Nee, ne? Ich habe ja keine Chainmail. Da ist ein Natural One bei. Okay. Und Julie? 25. 25, alles klar. Madde, du bist dein Schatten. Sraya, du bist unsichtbar und Madde ist dein Schatten. Judy, du bewegst dich innerhalb des Schattens und ihr seht zusammen aus wie ein Schatten. Rex, du stolperst. Ja, Rex ist Rex. Rex, du stolperst. Klirr, zack. Eine der Fledermäusen fliegt direkt auf dich zu, versucht dich zu beißen. Das ist nur eine 8 to hit. Und fliegt über dir hinweg. Der Rest von euch macht sich auf den Weg und ihr kommt in einen Raum. Und zwar kommt ihr in einen Raum. Ja, ihr seht einen relativ großen Raum und euch rum sind noch mehrere vereinzelte Särge verteilt. Und in diesem Raum selbst drüber ist eine weitere riesige Tür, so ein bisschen wie die, die euch auch in die Krypta selbst geführt hat. Der Rest ist immer noch feucht und nass und alt. Was wollt ihr tun? Erstmal umschauen. Mhm, ob irgendwo auch noch mehr offene Särge sind. Go do the Percept. 20. Natural one. Net One von Madde, von dir, Sraya? 20. 20, alles klar. Madde, du bist immer noch so sehr ein Schatten, dass du auch nur Schatten siehst. Okay. Du, Sraya, schaust dich um und mit einer 20 siehst du kurz vor der Tür auf dem Boden diese einzelne Pressure Plate. Relativ groß, sehr schwer zu übersehen. Mit einer 20 siehst du außerdem, nachdem du mit Judys Dancing Lights guckst, so eine kleine Blutspur, die in den Raum hineingeht. Da ist eine Falle. Steht hier auf dem Boden. Da will ich nicht drauf treten. Von wo geht denn die Blutspur aus? Von dieser Falle oder von... Die Blutspur jetzt? Kommt von dem Fledermausraum, geht in die Tür hinein. Hinschleichen, also wenn wir die Tür aufmachen, glaube ich nicht, dass wir das hinkriegen. Die knarzen hier alle ziemlich übel, ohne dass wir entdeckt werden. Und diese Druckplatte ist vor der Tür einfach? Genau. Was ist der Plan, Gang? Sollen wir irgendwas draufwerfen, um die auszulösen? Ich hab's auch gesagt. Wirklich? Oh. Ach so, da drüber hüpfen. Aber vielleicht ist drüber hüpfen keine so schlechte Idee, weil was auch immer wir auslösen, ist vielleicht nicht unbedingt leise beim Auslösen. Die Tür ist auch nicht leise, wenn wir die aufmachen. Das weißt du nicht, du hast es noch nicht probiert. Sieht die Tür alt aus? Die Tür sieht super alt aus. Aber die Tür sieht, mit einer 20 kannst du auch sagen, dass sie kürzlich benutzt wurde, tatsächlich. Die wurde zwar kurzem benutzt, die will knarzen wie sonst was. Aber vielleicht haben sie die ja geölt. Die müssen ja ständig durch irgendwie. Ich bezweifle es. Ich bezweifle, dass mich die Leute nicht sowieso schon gehört haben, die hier sind. Das stimmt. Das ist sehr wahr, ja. Also. Okay. Das war also ich hatte jetzt mit so ein bisschen Gegenwehr gerechnet, bin ich ehrlich, Leute. Oh
Oh, der arme Rex. Oh, sorry, Rex. Raya hebt also so einen etwas größeren Stein über ihren Kopf. Drauf werfen. Ich versteck mich irgendwo hinter einem Sarg, ohne ihn anzufassen. Alles klar. Ich liebe gerade diese Energie, die wir einerseits von halt total nervöse Judy und halt wir beide einfach so, ja, fuck it. Und Sreya würde den Stein werfen. Sreya wirft den Stein, pum, der Big Chunky Stein fliegt auf die Pressure Plate, ihr hört so ein Klick und durch den ganzen Raum fliegt so eine Salve aus kleinen Pfeilen, die den Raum flutet. Ich würde dich, Sreya, und dich, Rex, einmal bitten, Dexterity Safe zu machen. Du, Muddle, und du, Julie, die ihr euch versteckt, dürft ihn mit Advantage machen. Oh Mann, ey. Was war's? Dex Safe? 19. 19? 19 saved? Dex Safe, oder was war's? Ja. Ja. 8. 8? 23. 23? Und Madde? 13. 13. Alles klar, alles klar, alles klar. Judy, du bist versteckt, du konntest dem komplett ausweichen, gar kein Problem. Madde, dich streift einer und du bekommst tatsächlich auch so einen Pfeil knapp an der Schulter ab. Du, Rex, kriegst einen voll mitten in die Stirn rein. Und du kannst auch problemlos ausweichen, Sreya. Er duckt sich so ein bisschen unter ihrem Schild so hinter so einen halben Sack. Oh. Alles klar. Upsi. Rex, du bekommst 3 Punkte Exhaustion. Madde, du bekommst 1. Are you kidding me? Rex wird sehr schläfrig. Rex schielt so ein bisschen auf den Pfeil in seiner Stirn. Beziehungsweise alle von euch, die getroffen wurden und nicht unter 10 gewürfelt haben, kriegen einen Punkt Exhaustion. Alle von euch, die unter 10 gewürfelt haben, kriegen 3. Ja, also Rex schielt so ein bisschen auf den Pfeil in seiner Stirn und sagt doch so, gut, dass mein Kopf so dick ist und seine Augen beginnen ein bisschen so zu rollen und der muss sich mal erstmal kurz abstützen. Oh Gott, Rex, bist du okay? Ich renne rüber und versuche ihm diesen Pfeil auf der Stirn zu ziehen. Also, eigentlich ist das jetzt nicht so schlimm, aber irgendwie bin ich jetzt richtig müde. Ich glaube, da ist irgendwas dran gewesen oder so. Warte mal. Ja, ich glaube auch. Ich probiere einfach mal Poison zu curen. Du probierst einen Poison zu curen? Ja. Du verlierst 2 Punkte Exhaustion. Das Gift ist aus deinem Körper raus. Du hast nur noch die körperlichen Nachwirkungen davon. Nice. Oha. Danke. Okay. Das war jetzt eine schlechte Idee. Hat ja keiner ahnen können. Ich dachte, da ist vielleicht was passiert, was bei der Tür und nicht hier hinten. Tut mir echt leid. Rex, du siehst an der Wunde, an der Pfeil klebte, hier so einen einzelnen Bluttropfen, der auf den Boden tropft. Und du siehst, wie der Stein darunter dieser rote Nebel wird, der sich zur Tür hinzieht und unter der Tür verschwindet. What the fuck? Das war freaky. Das kann nicht gut sein, oder? Oh. Nee. Irgendjemand optimistisch? Nee. Nope. Nee, ich auch nicht. Ich bin auch, also Vampir bin ich voll bei jetzt, also. Irgendwas Vampirisches, gut möglich, ja. Und ich meine, wenn er solche Fallen hier aufstellt, auf jeden Fall nicht unbedingt jemand wie Tim, der gerne besuchen möchte. Wir können noch mal nachfragen. Vielleicht, also jetzt hat er uns auf jeden Fall auch gehört. Jetzt ja, können wir auch mal kurz Hallo sagen. Oh, ich habe vergessen, die Falle zu erwähnen! Danke, Mann, Tim!
Tim, ich werf dich gleich auf den Auslöser. Okay. Die vergessen uns vorne was bei den Särgen zu sagen. Tim vergisst uns jetzt hier was zu sagen. Was haben wir heute mit Leuten, die uns von Fallen nichts erzählen? Öffnen wir die Scheißtür. Okay. Mann. Das Ding hier treten. Hä? Und also, Madel hat gerade irgendwie so einen richtigen Dad-Blick bekommen von Rex, ne? Sehr gut. Sraya, mach mir doch einfach mal einen Stärke-Check. Stärke. Athletics oder Stärke? Das Athletics geht auch, wenn du es möchtest. 26. 26. Und ihr seht, wie Sraya diese riesige Tür, die vor euch steht, zur Seite schiebt. Und ihr seht... Ja. Aragorn hätte regelmäßig bumm. Ja, genau. Großartig. Ihr seht diesen riesigen Raum mit einem riesigen Sarg. Ihr seht überall an der Seite verteilt Skelette von Leuten auf dem Boden. Ja, was wollt ihr tun? Er zieht erstmal wieder ihr Schild vom Rücken. Ja. Willst du ihr Kurzschwert rausziehen? Hallo? Hallo, 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 hallo. Klopp, klopp. Und ihr seht, wie diese Skelette klacken. Oh, shit. Und sich aufrichten, keine Geräusche machen. Es ist so ein bisschen, es ist so eine sehr, sehr stockige Bewegung. Und seht, wie sich einige Knochen an der Seite des Raumes mit irgendeiner Form von Blut verbinden und wachsen. Ihr seht, wie diese Knochen sich zusammenfügen und sieht dieses Skelett eines Riesen. Da kommen. Er trägt auch die Krone eines Abtes, das beziehungsweise die Reste von einem Gewand von einem Abt, der guckt euch an. Und das ist, wo die Folge für heute beenden. No! Mother! Yes! When Calcium attacks. Ja. Jeez. Danke, dass ich zum Zahnarzt muss. Hattet ihr Spaß? Ja. Ich wollte gerade auch noch mal die beiden Cent damit. Das kann ich auch sparen. kurze Frage. Wir sind jetzt in dem Plätscher-Singraum? Ihr seid in dem Plätscher-Singraum, ja. Okay. Ihr seid in dem Plätscher-Singraum. Ich glaube nicht, dass dieser Riese ein Connoisseur von Gesangskunst ist. Wer weiß. Großartig. Ja. Das war die Folge für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Yes. Hat es dir gefallen, Sus? Ja. Sehr schön. Kommst du noch mal wieder? Ja, also nein, Sraya nimmt jetzt die Beine in die Hand und Psywarriert sich da aus dieser Krypta raus. Sie macht einmal den oder dieses Meme, wo man sich einfach wegdreht und nicht mehr da ist. Sehr gut, großartig. Wundervoll! Alles klar, das war die 32. Folge The Lawful Bunch. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, Chat. Ich konnte leider nicht so viel lesen, weil ich eine Menge Zeugs nachgucken musste. Aber das werde ich gleich definitiv nachholen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann würde ich euch empfehlen, am 28. Es ist am 28. hier um 18 Uhr nochmal einzuschalten und zu sehen, wie der Lawful Bunch und Sraya mit diesem Riesen umgeht. Und auch vielleicht mit Tim, wer weiß. Tim, ja. Let's go Calcium Crew. Das kommt übrigens von Regular Normal Person aus dem Chat. So, liebe Leute. Ich muss einmal auch kurz deine Aufmerksamkeit noch darauf lenken, dass Leute im Chat vorhin Rex als Chunky Clunky Boy bezeichnet haben. Und das hat mich sehr glücklich gemacht. Ja, es ist aber auch, es ist definitiv Chunky Clunky Time. Yep. Es ist auch, ja, ganz genau. Chunky Clunky Time. Genau, lass uns Plugs machen, oder? Lass uns pluggen. Was habt ihr diese Woche zu empfehlen oder macht ihr selber? Beginnen wir doch direkt bei unserem Gast Virlu.
Wer bist du? Was machst du? Was kannst du uns erzählen? Ich behaupte immer von mir, dass ich manchmal auch ganz witzig bin und streame. Ich streame auch unter dem Tag Viado, den Danny so freundlich in mein Fenster mit reingemacht hat. Und ich streame jeden Mittwoch und jeden Samstag im Moment. Wir haben auch eine hauseigene Pen-and-Paper-Runde, die im Moment, weil eine der Spielerinnen auf Arbeitsausflug ist, im Moment ausgesetzt ist. Aber Pen-and-Paper-Content gibt es bei mir auch. Und ansonsten spielen wir uns durch verschiedene Dinge, wie zum Beispiel dürfen wir erstmal Dark Souls durch, wo Danny ja auch Erfahrung mit hat. Ja. Großartig. Erfahrung hat auch die nächste Person. Nicht nur im Streamen, sondern auch im Leben. Mary! Wer bist du? Was machst du? Was möchtest du den Leuten erzählen? Erstmal kurz gestorben. Ja, hallo, ich bin Mary. Der Tod ist nicht das Ende, wie uns Tim beigebracht hat. Ja, Tim mit Doppel-M. Mit Doppel-M. Ich bin die Mary mit einem M. Ich bin die Findelfokus hier auf Twitch. Ich streame auch und ich kann euch nur den Guest Station Simulator empfehlen. Keine Werbung, aber gönnt euch. Ansonsten seht ihr mich hier mit Danny und Co. Pen and Paper spielen. Ich glaube, das war's. Das war's. Für die nächste Person war es das garantiert noch nicht. Da geht noch einiges. Malte! Pass, weil ich der Jüngste bin. Ja, also ich bin Malte. Bei mir geht jetzt gerade nicht irgendwie noch was, aber ich bin Synchronsprecher. Könnt mich auf Twitter folgen. Folgt mich auf Twitter. Genau, agwa_. Und was ich auf jeden Fall planen kann, sind zumindest die drei tollen Streamer und Streamerinnen hier in diesem Stream, in diesem Call. Aber das funktioniert leider nicht als Überleitung, weil ihr beide schon dran wart. Dran ist die nächste Person jetzt auch mit ihren Plugs und schaut aus. Julia. Hallo, ich bin Julia. Ihr könnt mir auf Instagram folgen. Das steht da, glaube ich, auch unten. @JulesPcools. Da mache ich Plant Content und so Sachen, I guess. Auf jeden Fall, was kann ich empfehlen? Wir haben angefangen, Squid Game zu gucken. Erste Folge hat uns ganz gut gefallen, aber ich glaube, das muss man auch niemandem empfehlen, weil der Rest der Welt das schon sehr intensiv tut. Aber die erste Folge hat uns gefallen. Ja, ihr könnt die Playlist anhören auf Spotify, Songful Bunch, die ich erstellt habe, mit Songs, die uns an diese Kampagne erinnern, an Charaktere aus dieser Kampagne, an Momente aus dieser Kampagne. Tatsächlich sind schon sehr viele Untoten-Songs drin. Zum Beispiel Necromancing Dancing, sehr guter Song, aber it is the spooky season und heute haben wir sie getroffen, das heißt, ich kann heute Spooky Scary Skeletons hinzufügen. Dankeschön. Yes. Wundervoll. Und ich bin Danny, ich streame gerne auf diesem Channel. Ich streame aktuell jeden Samstag und jeden Donnerstag. Oder weil ich gerade Urlaub habe auch morgen. Das heißt, ihr könnt mir morgen um 14 Uhr dabei zugucken, wie ich Pokémon spiele. Ansonsten gibt's hier am 21.10., nicht 7., am 21.10., die Premiere von Werkbank der Götter mit dem großartigen Pete Electro mit Vorteil auf YouTube und ich glaube Twitch auch. Und die nächste Lawful-Bunch-Folge am 28.10., dann mit Spooky Scary Skeletons Part 2. Das ist das, ganz genau. Ansonsten, wenn ihr gerade was zum Lesen sucht, das ist auch sehr bekannt, aber ich habe gerade angefangen mit Red Seas Under Red Skies von Scott Lynch, der zweite Teil vom Gentleman Bastards, von der Gentleman Bastards Reihe, und der gefällt mir sehr gut, aktuell sogar noch besser als der erste Teil, aber es wurde gesagt, der erste ist halt schon wirklich cool.
Wenn ihr also einen Halunken-Roman braucht, dann schaut da kurz rein. Wir sehen uns mit Lawful Bunch wieder am 28.10. um 18 Uhr. Ihr seht mich wieder morgen am 15.10. um 14 Uhr. Und ihr dürft jetzt gerne noch kurz einmal mit Chat interagieren, beziehungsweise auch gerne den Subs danken, während ich jemanden zum Raiden suche. Ja, hi, danke Chat. Auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall nochmal für die ganzen Gift-Subs. Wieder yes, danke schön. Richtig am Ausrasten. Ja, danke für den Hype-Train. Genau. Danke fürs mit dabei sein. Lass mich, ja, ich schaue gerade nach. Die Gift-Subs, die kamen, haben das fünfte Emote freigeschaltet tatsächlich. Nice. Gut. Nice. Chris, bist du noch da? Bestimmt. Nee, Chris ist nicht mehr da. Oh, ist auch mal geschrieben, dass ihr los muss. Aber, das wird gut. No, ich wollte mich noch dafür bedanken, dass ihr mich so freundlich in die Runde aufgenommen habt heute. Na klar. Immer. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du uns nicht komplett sabotiert hast und alle getötet. Ja. Ja, und schon, also noch nicht. Der Stein auf der Falle war schon. Ja, das war der schon. War schon Das der war schon gut, aber der, hallo, der war demokratisch entschieden. Ja, stimmt. Geht so. Ja, wenn ihr Fanart anschauen wollt zum Lawful Bunch über den Lawful Bunch vom Lawful Bunch, dann kommt auf jeden Fall auf den Discord. Da gibt's auch immer juicy Memes und natürlich die Recap von die Recap dann halt, die Zusammenfassung von der Folge, damit ihr euch immer noch mal hier, bevor der Stream losgeht, auffrischen könnt. Aber ganz kommt hauptsächlich wegen der Memes, wegen der guten Memes. Kommt wegen der Memes, kommt wegen des großartigen Fanarts, nicht nur von Regular Normal Person, sondern von auch anderen Leuten dabei. Ich möchte noch mal einfach ganz doll den Followern, die heute reinkamen, danken. Prof Creep, Captain Iglo, That Maybe, Izu Ice und dann sich noch von den Gift-Subs von Raubfriese und Regular Normal Person und Erisch. Ihr habt es uns hier echt wieder sehr muckelig gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich schicke euch jetzt zu Grzywacki. Der Gute spielt gerade Shadowrun. Ist eine nette Runde. Schaut da gerne mal rein. Wir sehen uns bald. Auf Wiedersehen. Bye. Bye. Bye.